Herzlich willkommen zu unserer Online-Veranstaltung mit dem Titel Mediennutzung im Vor- und Grundschulalter. Mein Name ist Fanny Woll. Ich bin im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung bei der Mobilkrankenkasse tätig. Dort bin ich Ansprechpartnerin für Gesundheitsprojekte und gesundheitsfördernde Maßnahmen in Kindertagesstätten. Heute werde ich Sie zusammen mit meiner Kollegin Elisa Marie durch die Veranstaltung führen. Elisa Marie, möchtest du dich einmal kurz vorstellen, bitte? Ja. Sehr gerne. Guten Abend auch von mir. Ich bin Elisa Marie Rinne. Ich freue mich auch, heute beim zweiten Seminar dabei sein zu dürfen. Ich vertrete heute wieder die leider erkrankte Doreen Hemmer, beschäftige mich bei der Mobilkrankenkasse, aber wie sie mit den Wünschen von Familien und ihren Bedürfnissen. Genau, und ich freue mich sehr, Sie heute durch den Abend begleiten zu dürfen. Bevor wir gleich mit dem Thema starten und auch Herr Kabirske in dieser Runde begrüßen dürfen, möchte ich Sie kurz über ein paar Abläufe, also über den Ablauf des heutigen Abends und auch um die technischen Details informieren. Und zwar wird es so sein, dass Herr Kabirske, Elisa Marie und ich die ganze Zeit zu sehen und zu hören sein werden. Sie haben nicht die Möglichkeit, sich mit dem Mikrofon oder auch mit der Kamera dazuzuschalten, aber Sie können und sollen natürlich Fragen zu dem Thema uns stellen. Und dafür gibt es eine Chat-Funktion. Diese Chat-Funktion finden Sie links von der Präsentation. Dort ist ein Fragezeichen-Symbol. Bitte klicken Sie darauf, tippen Ihre Frage ein und schicken das Ganze ab. Die anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen können Ihre Fragen nicht sehen. Das sehen nur wir Moderatorinnen und Herr Kabirske. Sollten Sie technische Probleme haben, wie der Ton fällt aus oder das Bild hakt, bitte schreiben Sie auch über den Chat uns, dass Sie dieses Problem haben, weil wir haben nämlich eine liebe Kollegin dabei, die sich um den technischen Support kümmert und sich dann darum kümmern wird und versucht, eine Lösung zu finden. Sie sehen jetzt die Präsentation und auch die Sprecheransicht. Wenn Sie sagen, das ist Ihnen irgendwie zu klein und Sie möchten zum Beispiel die Präsentation größer haben, können Sie oben rechts auf Vollbild klicken. Dann geht das Fenster auf, also beziehungsweise es wird einfach größer. Und dann können Sie, wenn Sie nochmal auf den grauen Hintergrund klicken, erscheint so ein kleiner weißer Pfeil und eine weiße Linie. Sie dort drauf gedrückt halten und die dann verschieben, diese Linie und diesen Pfeil nach links oder nach rechts, können Sie die Präsentation größer anzeigen lassen oder halt die Sprecheransicht vergrößern, je nachdem, was Ihnen lieber ist. Zum Ablauf der Veranstaltung, es wird so sein, dass Herr Kabirske und ich quasi so eine Art Interviewsituation führen. Es wird so ein Wechsel sein aus Fragen und den Antworten von Herrn Kabirske. Wir haben das Thema auch so aufgeteilt, dass wir mehrere Kapitel haben, also so quasi so Schwerpunktthemen. Und Sie auch die Möglichkeit haben, zu jedem Kapitel Ihre Fragen zu stellen. Das heißt, nutzen Sie gerne die Möglichkeit, jederzeit Ihre Fragen einzureichen zu dem jeweiligen Thema, das wir gerade besprechen. Und am Ende jedes Kapitels wird Elisa Marie diese Fragen halt an Herr Kabirske stellen. Also sie wird die ganze Zeit im Hintergrund gucken, was eingereicht wird, wird es zusammensetzen, also zusammenfügen, clustern und dann mit uns besprechen. Am Ende der ganzen Interviews und der Präsentation haben Sie auch, wenn wir die Zeit noch haben, die Möglichkeit, nochmal allgemein Ihre Fragen zu stellen, wenn Ihnen zwischendurch doch nochmal eine weitere Frage einfällt zu einem Thema, was wir vielleicht gleich zu Beginn besprochen haben. Sollten wir dann aber merken, okay, die Zeit wird knapp, dann nehmen wir natürlich alle Fragen, die wir dann noch haben und die wir nicht beantworten konnten, mit. Wir werden nämlich dann in den nächsten Tagen auf unserer Veranstaltungsseite, wo Sie ja auch unsere Themen finden konnten für die Online-Seminare, einen Rückblick einstellen. Das heißt, dort finden Sie die Informationen zum jeweiligen Thema, Materialien zum Download, wie Checklisten zum Beispiel und auch die Aufnahme des heutigen Abends, beziehungsweise Ausschnitte davon. Das heißt, wir werden diese Veranstaltung heute aufzeichnen. Was ganz wichtig ist, Sie bleiben natürlich dabei anonym. Also so wie man Sie jetzt auch nicht sehen und hören kann, wird es nachher auch in der Aufnahme nicht so sein. Wenn wir dann mit der letzten Fragerunde durch sind, bitte ich Sie, beziehungsweise wir bitten Sie, dann noch in der Sitzung zu bleiben und uns ein paar Minuten zu geben. Nämlich, wir starten dann eine Online-Befragung zu dieser Veranstaltung. Bitte nehmen Sie sich die Zeit und helfen Sie uns dabei, zu überprüfen, ob das Angebot Ihnen gefallen hat, ob Ihre Erwartungen erfüllt wurden, ob Sie vielleicht auch Verbesserungsvorschläge haben oder jetzt schon sagen, das finden Sie vielleicht super, können wir vielleicht die und die und die Themen noch in naher Zukunft umsetzen. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass Sie dabei sind. Und wenn ich jetzt nichts vergessen habe, Elisa Marie,
Nein, das sieht gut aus. Dann können wir vielleicht auch direkt mit Herrn Kabierske starten, unserem Experte des heutigen Abends. Wir freuen uns sehr, dass er dabei ist und uns einen Einblick gibt in dieses riesige Thema Medien und Mediennutzung bei Kindern. Das ist ja ein Thema, was uns alle irgendwie betrifft, weil Medien gehören einfach zu unserem Alltag und auch zum Alltag der Kinder. Das ist einfach ein fester Bestandteil und irgendwie müssen wir gucken, dass wir sie dabei begleiten und den notwendigen Rahmen stecken, damit Kinder sich auch wirklich gut und gesund entwickeln können. Herr Kabierske, bevor wir gleich unseren Austausch bzw. unsere Interviewsituation starten, können Sie sich vielleicht gern einmal vorstellen. Gern, Frau Wolf. Ich bin sehr froh, dass ich bei Ihnen sein darf und bin auch sehr froh, dass Sie alle hier sind, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer deutschlandweit. Ich grüße Sie aus dem schönen Regensburg, von dem ich aus zugeschaltet bin. Kurz paar Worte zu mir. Ich bin Jörg Kabierske, 54 Jahre alt und bin jetzt seit 20 Jahren mit meinem Projekt Klicksalat bundesweit unterwegs, meistens an Schulen. Und ich habe eine einzige Mission, die ich den Schülern, den Eltern und den LehrerInnen mit auf den Weg gebe. Immer vorher nachdenken, bevor ich den Bildschirm einschalte. Denn eins ist klar, Bildschirmnutzung an sich ist ja gar nicht verkehrt und schlimm. Aber meine Erfahrung ist, dass ungeplante und ungewollte Bildschirmnutzung nicht zielführend ist. Und in dieser Mission bin ich unterwegs und habe da einiges zu tun. Perfekt. Vielen Dank, Herr Kabierske. Dann können wir ja vielleicht direkt starten. Gerne. Genau. Wie gesagt, wir haben ein paar Themen festgelegt. Ich würde nur noch kurz sagen, es geht halt so ein bisschen darum, was Kinder am Handy machen. Es geht darum, wie Eltern sich auch informieren können und wie das Ganze eigentlich auf die Kinder wirkt und wie man quasi den Rahmen steckt, damit Kinder sich auch trotzdem gut und bewusst mit Medien im Alltag entwickeln können. Und dann sind wir auch schon bei der ersten Frage, Herr Kabierske. Vielleicht möchten Sie einfach nochmal darlegen, warum diese Veranstaltung so wichtig ist. Naja, das große Thema heute Abend ist ja, wir beobachten, wie unsere Kinder die Bildschirme nutzen, wie sie im Internet unterwegs sind, länger oder kürzere Zeit. Und da haben wir natürlich als Eltern oder LehrerInnen oder als ErzieherInnen ungute Gefühle. Und meiner Meinung nach resultieren die daraus, dass wir unsicher sind, was machen eigentlich die Kinder dort. Und uns kommen immer so verschiedene Gefahrenquellen in den Kopf zwangsläufig, weil wir natürlich durch unsere Lebenserfahrung wissen, dass jetzt die Kinder auf einmal in einer Welt unterwegs sind, die ja so völlig unkalkulierbar und unbekannt ist. Was treibt uns jetzt eigentlich an? Wo sind so diese negativen Befürchtungen, die wir haben? Wir haben natürlich Angst, dass unsere Kinder mit fremden Leuten in Berührung kommen, mit böswilligen fremden Leuten, ein Horrorszenario natürlich für uns. Wir haben Angst, dass die Kinder mit falschen Inhalten in Berührung kommen, egal jetzt in welcher Form, ob es jetzt Audio ist, ob es Video ist, ob es Texte ist. Es geht einfach darum, dass wir unsere Kinder bewahren wollen, dass sie mit Gewalt in Berührung kommen oder mit Hass, mit Hetze oder mit Pornografie. Das sind ja alles schockierende Inhalte und es ist ganz klar, das ist sicher nicht im Interesse unserer Kinder und auch nicht von uns Eltern, dass wir die Kinder unbegleitet mit solchen Inhalten in Berührung kommen. Dann vielleicht ein bisschen downgegradet, was so die Heftigkeit betrifft, aber schon sublim vorhanden ist. Wir machen uns auch so Gedanken darüber, mit welchen Werbungen, mit welchen InfluencerInnen, mit welchen Fake News kommen eigentlich unsere Kinder in Berührung, weil natürlich prägt der Kontakt mit solchen Menschen und Inhalten auch das Weltbild und auch ja, das Werteempfinden der Kinder. Und wir möchten natürlich schon, dass die Kinder dann auch die Werte, die wir ihnen vermitteln und erziehen, auch nicht mehr vergessen über andere Erfahrungen im Internet. Also das Thema Werteerziehung ist wirklich eine ganz große Herausforderung, dass wir auch wollen,
dass die Werte in irgendeiner Form auch dann in dem Online-Verhalten zum Tragen kommen. Werte, die uns wichtig sind in unserer Erziehung, wo was auch wirklich für uns heftig ist als Eltern, und ich spreche jetzt aus meiner Erfahrung, ja, meine Kinder, die sind jetzt, oder meine Jungs sind jetzt 22 und 18 Jahre alt, und ich bin wirklich mit ihnen zu Hause an den Bildschirmen eine ganze Galaxie weiter. Ja, sie haben jetzt Kleinkinder, sie haben pubertierende Kinder, aber ich kann mich doch sehr gut auch an die Zeit erinnern, als ich in der Situation war, in der Familiensituation wie Sie. Und es gibt also eine sehr negative Empfindung von Eltern ist, wenn sie merken, mein Kind ist ausgegrenzt, es ist isoliert, es wird nicht gemocht, es wird nicht wertgeschätzt in der Klasse, im Kindergarten oder wo auch immer. Und wenn das dann auch noch in den Medien, in Teilöffentlichkeiten, in WhatsApp-Chats oder wo auch immer, auf einmal offenkundig wird oder das Ganze da noch abgespeichert wird, das tut schon besonders weh. Und drum ist das Thema Cybermobbing, muss ich gestehen, ich bin auch oft an Grundschulen unterwegs, Cybermobbing ist tatsächlich an Grundschulen ein richtiges Thema. Und da sind wir wieder bei der Frage, schaffen wir es, den Kindern Kommunikationsmuster zu vermitteln, die sie anwenden im Online-Geschehen, aber dann trotzdem andere Menschen nicht verletzen und sich übrigens auch nicht selbst verletzen. Und das wird heute auch noch ein Hauptthema sein, Frau Wolf, das Verbrennen von Lebenszeit an den Bildschirmen. Also wir haben hier die Lebenszeitstaubsauger, das sind ja die Klassiker, das sind die Videoclips. Wir haben der zweite Lebenszeitstaubsauger, das sind die Spiele. Der dritte Lebenszeitstaubsauger, ich glaube, das kommt jetzt, meine lieben ZuhörerInnen, bei Ihnen noch nicht so in Betracht, das ist das Chatten. Ich meine, Grundschulkind in der ersten, zweiten Klasse wird jetzt nicht so maximal chatten, weil sie gerade dabei ist, lesen und schreiben zu lernen. Aber die Drittviertklässler, die legen dann schon so langsam los im Familienverband, dass sie einen Familienchat haben, und da wird schon ein bisschen rumgechattet. In der vierten Klasse ist es tatsächlich schon so, dass sie dann loslegen in den WhatsApp-Gruppen. Und da geht natürlich dann auch Zeit, mehr oder weniger wird investiert, sage ich jetzt mal ganz wertfrei. Wir haben noch so andere kleine Bedenken, die sich zwangsläufig einstellen als Eltern. Nämlich wir haben Angst, dass, oder wir haben große Fragezeichen, kann die Mediennutzung zu Verhaltensänderungen führen? Kann das irgendetwas mit Konzentrationsvermögen zu tun haben, wenn jetzt die Kinder auf einmal zu lange die Bildschirme nutzen? Oder andersrum formuliert, kann das Ganze in Stress oder in suchtartiges Verhalten einmünden? Und woran erkenne ich es eigentlich? Also was ist jetzt eigentlich dann, sagen wir, ein bisschen gesteigertes Spielen? Was ist schon suchtartiges Spielen? Da sind wir unsicher. Wir haben das ja gar nicht gelernt als Eltern. Also ich bin immer da ausgebildet worden in die Richtung. Aber sonst die Eltern, die jetzt nicht psychologisch oder sozialpädagogisch ausgebildet sind oder medizinisch, die sind da schon ein bisschen verunsichert, ja, wie sie das bewerten können, dieses Bildschirmverhalten der Kinder. Wenn wir Zeit haben, Frau Wolf, wenn Zeit übrig bleiben sollte, dann können wir auch ein bisschen über Rechtsgrundlagen sprechen, da tatsächlich auch schon Kinder, Grundschulkinder oder 5-6-Klass-Kinder tatsächlich Rechtsverstöße begehen können, indem sie beispielsweise Bilder online setzen, indem sie Audios in WhatsApp-Chats weiterleiten. Die denken sich doch nichts dabei und die meinen das auch nicht böse. Aber sie haben das Gefühl, wenn es technisch möglich ist, dann mache ich das auch. Nur wir haben eben den Zwiespalt immer wieder beobachtet, nur was technisch möglich ist, muss noch lange nicht auch rechtlich legitim sein. Und da gibt es manchmal ein böses Erwachen. Ja, auch zum Beispiel das Runterladen, das Hochladen. Man verstößt jetzt gegen die Urheberrechte. Und da geht dann noch der letzte Gedanke, wovor wir ein bisschen auch erschreckt sind als Eltern, in die Richtung finanzieller Schaden. Also wie wird da eigentlich abgezockt? Wo können Kinder auf die Nase fallen? Ich möchte nur ganz kurz, und dann höre ich aber jetzt auf mit der Antwort. Ich hatte vor 3 Jahren bei uns in Bayern
SechstklassschülerInnen und damals vor 3 Jahren waren Fortnite noch völlig gehypt. Und das ist jetzt schon am absteigenden Ast. Und dann habe ich mal die Jungs und Mädels gefragt, wie schaut es denn bei euch aus? Wir hatten schon mal Geld in Fortnite investiert. Und dann haben sich viele gemeldet, auch Mädchen, also auch die Damen zocken heutzutage Fortnite. Warum auch nicht? Und dann habe ich mal so langsam nachgefragt, wie viel habt ihr denn schon Geld reingesteckt? Wer hat schon mal 10 Euro, 20 Euro? Ich bin dann bis auf 150 Euro hochgegangen und da haben sich immer noch 4 gemeldet. Das zum Thema finanzieller Schaden. Aber ich muss ganz deutlich sagen, Frau Wolf und meine Damen, meine Herren, wissen Sie, der finanzielle Schaden ist zwar möglicherweise da durch diese Spielinvestitionen, aber der richtige Schaden, das ist eigentlich die Verbrennung von Lebenszeit. Also Geld kann nicht so wertvoll sein wie diese Stunden über Stunden, die die Kinder und Jugendlichen vor den Bildschirmen einfach verbraten. Das jetzt nur mal zur Einordnung. Ja, okay. Da haben Sie auf jeden Fall viele interessante Punkte genannt, Herr Kabierska, auch Sachen, die natürlich wirklich schlimm sind und auf jeden Fall gute Gründe sind, um zu sagen, man muss sich mit dem Thema auf jeden Fall befassen. Man darf es auch als Elternteil oder als pädagogische Kraft nicht ausblenden. Man sieht es ja auch im Alltag. Wenn wir jetzt einfach mal weiterschauen, ist natürlich die Frage, klar, das hat alles Folgen. Und Sie haben auch eben schon gesagt, was Kinder zum Beispiel machen am Smartphone oder am Tablet. Und diese Frage ist natürlich auch für uns grundsätzlich interessant, weil wir ja schon uns damit befassen müssen, was treibt die denn daran? Also was ist denn das Tolle, was spielen die und tun die ganze Zeit? Und bevor wir diese Frage gleich beantworten wollen, haben wir uns überlegt, dass wir Sie, liebe Teilnehmer, einfach mal kurz fragen, ob denn Ihr Kind ein Tablet besitzt oder ein Smartphone besitzt oder nutzen darf, dass Sie da uns vielleicht jetzt einmal kurz eine Antwort zu geben. Ich schalte jetzt einmal die Umfrage. Starte ich einmal. Und das ist ja, Frau Wolf, das ist ja anonym. Das heißt, jeder, der eine Antwort gibt, der wird gar nicht identifiziert, sondern es geht in den großen Antwortpool einfach ein. Da kann man richtig, richtig wahrheitsgemäß antworten. Genau, also wir freuen uns auf jeden Fall, wenn jeder wahrheitsgemäß antwortet. Herr Kabierske, klar, also man sieht nicht, wer was abgestimmt hat. Wir sehen einfach nur die grundsätzlichen Ergebnisse und die Verteilung auf die Antwortmöglichkeiten. Da haben wir ja zum Beispiel Smartphone-Handy als Antwortmöglichkeit, das Tablet, einen richtigen PC oder halt vielleicht auch Eltern, die dabei sind, sich Gedanken machen, aber sagen, nein, die haben halt sowas nicht oder dürfen es vielleicht noch nicht nutzen. Und es wird auch schon fleißig abgestimmt. Das sieht sehr gut aus. Ja, das ist wirklich sehr schön. Danke, dass Sie sich da so gut beteiligen, meine Damen, meine Herren. Klasse. Dann haben wir schon mal so einen kleinen Erstüberblick. Ich erlaube mir mal kurz auf das Knöpfchen zu klicken, dass wir alle von dem Ergebnis profitieren. Da haben wir diese 4 Säulen. Und ich sehe gerade, die meisten Geräte, die die Kinder nutzen, sind Tablets. Oder interpretiere ich falsch? Nee, 42%, richtig? Genau. Ja, und dann haben wir keins. Das finde ich interessant. Fast gleich auf mit Smartphone, Handy und das letzte ist der PC. Also das bestätigt eine Umfrage, die ich auch schon von anderen Studien gelesen habe, dass das Tablet in den jungen Jahren häufiger genutzt wird als das Smartphone. Also wenn Sie einverstanden sind, dann klicke ich das mal wieder weg, das Umfrageergebnis. Genau, also was vielleicht noch ganz wichtig ist zu sagen, weil jetzt auch gerade die Frage kam, wir haben jetzt nur eine Antwortmöglichkeit gegeben. Natürlich kann es sein, dass das ein oder ein Kind auch beides nutzt, aber es gibt ja meistens immer ein Gerät, was am ehesten verwendet wird. Ich muss jetzt mal suffisant eine kleine Gegenbemerkung stellen, Frau Wolf, und Sie nehmen das mir nicht übel, aber wenn mich jetzt jemand fragt, was machen die Kinder die ganze Zeit am Smartphone oder Tablet, da würde ich mir natürlich ganz still denken als Medienpädagoge, also wenn du dir diese Frage stellst, dann hast du alles falsch gemacht, weil eigentlich solltest du Bescheid wissen, was dein Kind die ganze Zeit am Smartphone oder Tablet macht. Aber Sie haben ja richtigerweise die Frage ein wenig umformuliert, Frau Wolf. Sie haben ja gesagt,
Was machen die denn am liebsten die ganze Zeit? Und dann sieht das natürlich ganz anders aus. Und wir haben natürlich noch kurz diese drei Lebensstaubsauger in Erinnerung von vorhin, also die Social Media Apps, die Möglichkeiten, Clips und Filme anzuschauen und die Spiele. Und davon schauen wir uns jetzt mal erstmal die Social Media Apps an. Wir haben natürlich die üblichen Verdächtigen, WhatsApp, Snapchat, Insta, TikTok. Die Nummer eins ist WhatsApp. Das ist, glaube ich, die Social Media App, mit der die Kinder am meisten und am frühesten in Berührung kommen. Und dann kommt schon TikTok. Das sind also schon zwei Apps, die ich in der Grundschule beobachte bei den Kindern. Später kommt dann Snapchat und Instagram hinzu, so größtenteils in der 5., 6. Klasse, würde ich sagen. Und jetzt mit unserer Lockdown-Herausforderung sind auf einmal Twitch und Discord in den Mittelpunkt gerückt. Beide sind ursprünglicherweise Apps in der Spiele-Community. Man hat also Discord als Portal entdeckt, um zu kommunizieren. Und Discord ermöglicht es, dass ich dann beispielsweise, während jemand ein Spiel spielt und mich in seine Gruppe aufnimmt, dass man dann auch nebenbei chatten kann und sich unterhalten kann. Und bei Twitch, das ist so ein Kanal, da kann ich dann die Spiele streamen und die anderen Menschen daran teilhaben lassen. Und das ist meine Beobachtung jetzt innerhalb der letzten 15 Monate, ist das jetzt so in den Mittelpunkt auch gerückt bei den Kindern. Die nutzen das jetzt auch. Und das ist jetzt, sagen wir mal, für Menschen wie mich, Ü50, natürlich ein Buch mit 7 Siegeln. Ja, also das ist was, damit hatten wir noch nie was zu tun. Bin mir jetzt nicht sicher, meine lieben ZuhörerInnen, ob Ihnen das schon mal was, ob Sie das schon mal auf dem Schirm hatten, diese beiden Apps. Grundlegender Ratschlag von mir, wenn Sie mal ein bisschen unsicher sind, fragen Sie doch Ihre Kinder. Die sind da schließlich sehr oft mit den Apps unterwegs. Das war jetzt ein bisschen zynisch von mir natürlich. Natürlich sind das Ihre Grundschulkinder nicht. Ich denke da jetzt eher an die pubertierenden Kinder, an die 6., 7. plus x Jahrgangsstufen. Die wenden sie sich vertrauensvoll an ihre Kinder. Jetzt kann es nur sein, dass die aus pubertären Gründen heraus sich weigern, Auskunft zu geben. Dann habe ich so den kleinen Trick angewendet. Wenn ich was wissen will über Apps und meine Kinder bocken, dann frage ich halt die Freunde meiner Kinder. Und die sind meistens sehr, sehr hilfsbereit und freuen sich, dass sie auch den Eltern mal irgendwas dann Gutes tun können. So, das wären jetzt so die Kommunikations-Apps. Dann schalte ich mal ein. Entschuldigung, wollen Sie übernehmen, Frau Wolf, mit dem Schalten? Alles gut, Herr Kabiers, gemacht. Ja, super. Ich finde es super, dass wir uns da so schön austauschen und ergänzen. Jetzt wird es interessant. Also wie gesagt, das sind jetzt so diese Spiele. Da haben wir der Klassiker Fortnite. Jetzt gibt es einige Konkurrenzprodukte, darum tritt Fortnite in den Hintergrund. Aber wirklich noch erstaunlicherweise für 5, 6, 7 Klässler, Clash of Clans, Clash Royale und Brawl Stars, eigentlich sind diese drei Spiele, die wurden von Supercell entwickelt, die verdienen sich eine goldene Nase, diese Spieleentwickler, weil ich kann diese Spiele optimieren, indem ich dann mir Geschenkgutscheine kaufe und die setze ich dann in den App Stores, in Juwelen und in diese digitale Währung um. Und damit werden die Spiele schneller, flüssiger, eleganter, machen einfach mehr Spaß. Und die Grundschüler, die fahren da sowas von drauf ab, auf diese drei Spiele, weil die ja auch dann nicht nur spielen, sondern auch in der Klassengemeinschaft miteinander in Kontakt treten. Das heißt, es gibt dann diese integrierten Spiele-Chats und die Jungs und Mädels, die tauschen sich dann aus. Die sind dann am Nachmittag über diese Spiele miteinander verbunden. Und wenn sie sich dann am nächsten Tag in der Schule treffen, dann wird natürlich gleich weiter diskutiert. Neue Strategien, Auswahl, Dobert. Also da kommt, ich, das würde Ihnen begegnen, wenn Ihre Kinder in die Grundschule kommen. Dann der Klassiker, ein wunderschönes Spiel ist Minecraft, wird wirklich auch in der gymnasialen Oberstufe auch noch gespielt, weil es so furchtbar kreativ ist. Also das ist so ein bisschen eine Mischung aus Lego und Fischertechnik. Man kann das in verschiedenen Spielemodi spielen. Für mich ganz allein, kontemplativ und mönchisch, wo ich mit keinem anderen unterwegs bin. Ich kann es aber auch dann im Survival-Mode spielen.
wo ich dann mit anderen zusammen, die ich auf einem Minecraft-Server treffe, gegen meine Gruppe, gegen eine andere Gruppe antritt. Und dann geht es wieder an das Kräftemessen. Ja, da bricht wieder so der Wettkampfcharakter durch. Aber hier, das ist auch ziemlich zeitintensiv, dann dieser Survival-Modus. Also wenn mal Ihr Kind Minecraft spielen will, sagen Sie nicht nein. Gehen Sie erstmal auf YouTube, schauen Sie sich bitte ein paar Videos zu Minecraft an. Sie werden sehen, das sind so wunderbare Welten, die da entstehen. Man kann da wirklich Bauwerke eins zu eins nachbauen, Notre Dame, andere tolle Bauwerke. Es gibt richtige Gruppen in Minecraft, die stellen Ihnen einen ganzen Stadtteil hin. Das wird dann über die Cloud abgewickelt. Das ist schon sehr schön. Und Roblox ist auch sehr beliebt bei den Jungs und Mädchen. Das ist auch ein Spiel, mit dem ich ein bisschen animierte Figuren gestalten kann. Einfach mal reinschauen, meine Damen, meine Herren. Meine Erfahrung ist, erst mal selber, bevor das Kind die Spiele runterlädt, sich einen Überblick verschaffen, dass sie gucken, ach, ich lade mal das runter, ich spiele mal selber eine Runde, wie das überhaupt so funktioniert, das Ganze. Und dann können sie das besser einwerten, ob das dann vielleicht auch für ihr Kind in Frage kommt oder warum es für ihr Kind nicht in Frage kommt. Okay, dann können wir, glaube ich, eine kleine Folie weitermachen. Okay. Ja, und jetzt kommen natürlich die großen stillen Zeitfresser. Ich muss jetzt mal wirklich was sehr Radikales sagen. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit das Internet, inwieweit die Streaming-on-Demand-Anbieter, also inwieweit YouTube, Netflix, Prime Video dafür gesorgt haben, dass wir nicht zu sehr verzweifelt sind in der Lockdown-Zeit. Und deswegen bin ich da ein bisschen zwiespältig gegenüber den Diensten eingestellt. Natürlich beinhalten die Streaming-Portale unermesslich viele Clips und Filme. Und dann ist das Kunststück eben für uns Eltern, das irgendwie vom Bildschirmzeitmanagement auf die Reihe zu kriegen. Eigentlich müssen wir zwei Herausforderungen lösen, wenn es um Streaming-Portale geht. Einmal müssen wir schauen, dass es altersgerecht ist, weil ja nicht alle Filme, die ich dort sehen kann, entsprechen auch dem Entwicklungsstand meines Kindes. Und die zweite Herausforderung ist wirklich dann das Bildschirmzeitmanagement. Wann ist eigentlich genug? Ich möchte Ihnen jetzt vorab noch etwas zeigen. Ich habe da was geschrieben. Ich weiß nicht, können Sie das lesen? Flimmo.de. Flimmo.de. Notieren Sie sich das mal bitte, meine Damen, meine Herren, wenn Sie wollen. Das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Portal für Eltern, die wissen wollen, welche Filme, welche TV-Formate, aber auch welche Filme in diesen Video-on-Demand-Anbietern wie Netflix, Prime Video und YouTube, welche Filme sind eigentlich altersgemäß für die Kinder. Und da können Sie bei Flimmo sich bei einer Datenbank ein bisschen inspirieren lassen. Dort gibt Ihnen Flimmo Auskunft, welche Filme, welche Clips für Ihr Kind geeignet sind. Schauen Sie da bitte drauf, das ist eine wunderbare Website. Okay, können wir auch ein bisschen weiterschalten. Genau. Herr Kabierske, mal eine Frage noch. Sie haben ja gerade die Apps vorgestellt, auch die Spiele-Apps und auch Instagram und Co. Ja. Und haben ja auch kurz gesagt, dass das schon von den Altersstufen her unterschiedlich ist, wann welche Spiele gespielt werden. Wir sind ja jetzt auch so ein bisschen Thema auch schon fast Vorschule, also so ne die 5-, 6-, 7-Jährigen. Sind das denn auch so typische Apps, die von 5-, 6-, 7-Jährigen gespielt werden? Oder ist es leider da noch ein bisschen anders? Leider ja. Okay. Also es ist immer gefährlich, pauschal zu sein. Nur wenn ich mit den Kindern dann zusammen bin und mit ihnen spreche, ich frage dann auch immer in der Klasse, Mensch, welche Spiele machst du denn? Oder darfst du auch mal auf das Gerät von deinem Bruder, deiner Schwester schauen? Ich sage, klar, sind die Geschwisterkinder. Und ich nenne das dann das mit draufgucken, passive Medienzeit. Aber wir müssen uns auch um diese Medienzeit kümmern. Also aktive Medienzeit, das definiere ich jetzt so für mich, ist, wenn ich selber das Gerät in der Hand halte und den Bildschirm selber steuere. Und passive Medienzeit ist, wenn ich einfach meinen Geschwistern oder mal dem Freund über die Schulter schaue, was der so macht am Bildschirm. Und wir müssen auch die passive Medienzeit einfach mit ins Kalkül mit einbeziehen.
Weil das trägt natürlich auch. Erstens geht auch hier Zeit verloren in Anführungsstrichen. Und zweitens können natürlich auch jetzt diese Inhalte mein Kind beeinträchtigen oder auch fördern, je nachdem, was halt auf dem Bildschirm zu sehen ist. Nur, und das zum Abschluss, das fand ich schockierend. Ich war letzte Woche in München im Einsatz und dort war ich 2 Tage, da habe ich dann die Pädagoginnen von einer Kindertagesstätte geschult. Und die haben mir gesagt, Herr Kalbieske, die Realität ist, bei manchen Familien zu Hause haben die 1- bis 2-jährigen Kinder das Smartphone der Eltern in der Hand und tippen schon auf YouTube rum. Und ich frage, was machen die auf YouTube? Ja, sie hören sich dort die Lieder an oder sie schauen sich so kleine Zeichentrickfilme an. Das finde ich nicht gut, wenn die Eltern die Kinder damit alleine lassen. Ich kann es verstehen, wenn die Eltern sagen, so, du kriegst jetzt mal 5 Minuten einen Film. Okay. Ich meine, von den Medienpädagogen her ist es sowieso gesetzt, die sagen, Kinder im Alter von 0 bis 3 sollen überhaupt keine Bildschirme nutzen. Rigoros. Das ist mir aufgefallen. Also ich habe mich da mal so ein bisschen schlau gemacht und die sagen alle 0 bis 3 ist nicht, ist nicht. Also erfahrungsgemäß, also ich glaube, das ist auch recht unterschiedlich, weil man allein, glaube ich, in seinem Bekannten- und Freundeskreis das Thema anspricht oder auch beobachtet, hat man schon sehr Unterschiede, wie früh in welchen Klassen oder auch bereits in der Kita mit Medien gearbeitet wird oder Kinder auch Zugang zu Medien haben. Das ist wirklich sehr unterschiedlich, ne? Bei manchen ist es gefühlt schon sehr früh. Bei anderen, da sind sich irgendwie auch anscheinend die Elternschaft oder alle drumherum einig, dass man später einsteigt. Das ist vielleicht auch so ein Thema, was wir gleich auch nochmal besprechen können, weil wir jetzt ja quasi in der ersten Fragerunde sind zu diesem Thema, also was Kinder für Apps nutzen. Und da, Elisa, vielleicht hast du ja die eine oder andere Frage von unseren Zuhörern dazu bekommen, wenn es um das Thema Apps geht und welche Apps es gibt oder was Kinder am Tablet oder am Smartphone oder an anderen Geräten vielleicht auch spielen. Ja, wir haben tatsächlich ein paar Fragen schon reinbekommen. Eine Frage ist, ab wann Sie oder ab welchem Alter Sie denn so Spiele wie Fortnite empfehlen würden? Erstmal hallo, Frau Rinne. Schön, dass Sie den Chat so abschöpfen. Die Frage ist eigentlich recht schnell beantwortet. Und zwar gibt es eine wunderbare Website, die heißt fsk.de. Das ist die Website, die kümmert sich um die Filme. Ich zeige es Ihnen gleich in der Kamera. Und die zweite Website heißt usk.de. Und wir reden jetzt über usk.de. Und wenn Sie da mal draufgehen, nach unserem Stell dich ein heute Abend, meine Damen, meine Herren, werden Sie sehen, aha, da ist eine Datenbank, eine Spieledatenbank. Und dort können Sie tatsächlich jedes Spiel, das Sie in Deutschland kaufen können, einordnen, für welche Altersstufe ist das geeignet. Sie können natürlich auch eine ganz normale Google-Abfrage machen. Sie geben dann USK Fortnite ein und dann werden Sie auch die entsprechende USK-Angabe 12 Jahre finden. Es ist tatsächlich so. Gestern war ich hier in Bayern an einem Elternvortrag am Gymnasium. Da hat dann die Mutter gefragt, ja, ist denn USK schon ab 16 zugelassen? Da habe ich gesagt, ja, es ist sogar ab 12 zugelassen. Die konnte das nicht fassen. Und wenn Sie mich jetzt bewerten nach der pädagogischen Eignung von Fortnite, ich halte es jetzt nicht jugendgefährdend im Sinne von brutale Gewalt. Es ist schon so, das Spielprinzip läuft bei Fortnite so, ich level mich hoch, indem ich andere Menschen töte und wenn ich übrig bleibe, dann habe ich gewonnen. Aber laut USK-Richtlinien wird immer differenziert, wie stirbt denn überhaupt ein Mensch im Spiel? Wird er grausam, findet er einen grausamen Tod? Fallen Körperteile weg? Spritzt Blut? Welche Farbe hat das Blut? Also die USK geht da nach einem ganz festen Kriterienkatalog vor. Und Fortnite ist in diesem Sinne nicht gewaltverherrlichend. Natürlich werden Menschen getötet, aber nicht sensationslüstern oder gewaltverherrlichend, sondern sie lösen sich einfach auf. Und da würde ich sagen, jetzt vom Gewaltaspekt,
würde ich das jetzt für Zwölfjährige weniger relevant betrachten, aber für mich liegt die eindeutige Gefährdung bei Fortnite in dem brutalen Suchtverhalten. Das macht einfach süchtig, weil es eben den Jagdtrieb erweckt bei den Spielenden und die können sich dann nur sehr schnell wieder rauslösen. Und deswegen glaube ich, ist es natürlich einerseits schon wichtig, auf die USK zu gucken und sich zu orientieren, aber andererseits würde ich als Eltern mir tatsächlich Gedanken machen, passt dieses Spiel überhaupt zu meinem Kind, zu dessen Charakter oder ist es da viel zu gestresst oder kann es sich davon alleine nicht mehr lösen, ist es zu sehr gefangen. Also das geht dann praktisch über die bloße Alterseingruppierung hinaus, selbst wenn das Kind dreimal die Altersklasse erfüllt haben sollte und sogar schon vielleicht 13 oder 14 Jahre ist, würde ich mir trotzdem als Eltern die Frage stellen, kann das meinem Kind gut tun? Und auch hier mein Tipp, einfach bei YouTube mal die entsprechenden Kanäle recherchieren. Also sie geben vielleicht Fortnite Tutorial 2021 Deutsch ein als Suchabfrage und dann kriegen sie die allerneuesten Tutorials und kriegen da erstmal einen Eindruck über Fortnite, ohne sich das jetzt gleich selber runterladen zu müssen. Dankeschön. Eine weitere Frage war, wenn man jetzt alles richtig machen möchte. Ab wann und in welchem Umfang sollte man mit digitalen Medien überhaupt anfangen? Beziehungsweise sollte man das überhaupt tun? Also in diesem Fall geht es jetzt um einen Dreijährigen. Genau, das Thema wird ja zu einem späteren Zeitpunkt auch nochmal so ein bisschen eine Rolle spielen. Aber vielleicht können Sie schon mal so etwas allgemeiner darauf antworten, wann man... Mache ich gerne, Frau Rinne. Ich habe vorhin schon einen kleinen Zettel vorbereitet und ich möchte Ihnen eine gigantische Website in die Kamera halten. Die heißt medienkindergarten.wien. Und wie der Name sagt, geht es bei dieser Website darum, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie schon im Kindergarten die Kinder sinnvoll an Medien herangeführt werden. Sie merken schon, ich lehne das gar nicht ab, ich lehne Bildschirme gar nicht ab, auch nicht im Kindergarten. Die Frage ist ja immer, mit welcher Zielsetzung. Und ich denke mal, und da muss ich jetzt mal ganz kurz einfach mein Land zitieren. Ich komme ja aus Bayern und da gibt es den Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung. Und selbst in diesem Plan, in diesem frühen Alter ist dort festgeschrieben, dass es ein absolutes Ziel ist, Kinder auch medial zu erziehen. Also ich zitiere mal, da heißt es, und ich bin mir sicher, dass das die anderen Länder auch in Deutschland haben, in irgendeiner Form diese Erziehungspläne. Und hier bei uns in Bayern heißt es einfach, es sollte Ziel sein, Kindern zu helfen, Medienerlebnisse emotional zu verarbeiten. Also, dass diese Serien, die Kinder anschauen, mit den ganzen Helden, die sie dort auch als Identifikationsfiguren auswählen, dass sie dort schaffen, eine Relativierung oder eine Distanzierung auch mitzuerleben. Weil die Kinder können ja bis zu einem gewissen Alter noch gar nicht unterscheiden, ist das jetzt fiktional oder ist das real. Und das ist genau der Job auch dann schon im Kindergarten. Die Kinder, mit ihnen dann auch das Gespräch zu beginnen, was hast du dir angeschaut, was ist denn überhaupt dein Fernsehheld, welche Gefühle verbindest du mit ihm, wie fühlst du dich einfach und das dann auch so einzuordnen. Oder ein anderes Ziel von diesem Erziehungsplan, Wissen zur selbstständigen Mediennutzung aufbauen oder den bewussten und kontrollierten Umgang mit Medien auch einzuüben. Wir reden hier über Zeit, wir reden über Risikoeinschätzung oder auch das Bewusstsein für Alternativen von Medien aufzubauen oder auch IT-Geräte im Alltag zu entdecken und sich anzueignen. Wir reden hier über die gute alte Scannerkasse. Wir reden hier über den Parkscheinautomaten, solche Geschichten. Und das kann durchaus auch Job in den Kindergärten sein, mit den Kindern einfach mal das zu besprechen. Wie funktioniert denn das überhaupt? Oder einfach mal die Frage zu stellen, welche Geräte mit Bildschirm kennst du eigentlich von zu Hause oder vom Einkaufen oder wenn du mal spazieren gehst durch die Stadt? Und das ist ja auch schon Medienerziehung. Das hat ja auch schon etwas mit Bildschirmarbeit, mit Digitalisierung zu tun.
Und deswegen halte ich es für äußerst angemessen, dass wir uns schon möglichst früh auch mit den Kindern über diese Themen unterhalten. Danke. Auch wenn wir so ein bisschen auf die Zeit gucken müssen, würde ich eine Frage gerne noch stellen, weil ich sie selbst sehr spannend finde. Wie sieht es denn mit Lern-Apps aus? Also das sind ja auch oftmals, oder es sind digitale Medien. Verhält es sich da ähnlich? Welche Zeit empfehlen Sie da gerade für Grundschüler? Muss man die irgendwie anders einkategorisieren? Ja, auf alle Fälle. Und Frau Rinne, da nehmen Sie mir auch nochmal, Sie sprechen mir da aus der Seele. Wir sollten auf alle Fälle differenzieren. Bildschirmzeit ist nicht Bildschirmzeit, sondern es ist immer entscheidend, welche Tätigkeit wird am Bildschirm überhaupt ausgeübt, weil es einen Unterschied macht, ob ich mir aus Zeit-Totschlag-Gründen ein YouTube- und TikTok-Video nach dem anderen gönne. Oder ob ich tatsächlich vielleicht für eine schulische Hausaufgabenerledigung sehr ernsthaft auf YouTube irgendwelche Erklärfilme recherchiere. Sie sehen schon, das liegt ja auf der Hand, dass wir also nicht von der Bildschirmzeit sprechen können, sondern dass wir von verschiedenen Aktivitäten sprechen, beispielsweise jetzt, wie Sie gefragt haben, von Lern-Apps. Ich möchte jetzt da mal einen raushauen, auch wenn sich da jetzt mancher verwundert die Ohren reibt. Ich halte Lern-Apps in der Grundschule dann für angemessen, wenn es die LehrerInnen auch für angemessen halten. Also, lange Rede, kurzer Sinn, meine lieben Zuhörenden, wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Kind von einer Lern-App profitieren kann, dann suchen Sie doch bitte vertrauensvoll das Gespräch mit dem Lehrer oder der Lehrerin Ihres Kindes. Wenn wir über Kinder im Kindergartenalter sprechen, habe ich einen ganz anderen Vorschlag. Laden Sie doch bitte einfach Bilderbücher auf das Smartphone und das Tablet und setzen Sie sich ins Bett des Kindes und lesen Sie ihm diese Bilderbücher einfach vor beim Schlafengehen. Dann haben Sie eben kein analoges Buch, sondern ein digitales Buch. Zum Beispiel die Stiftung Lesen hat im Jahr 2012 eine Studie gemacht. Da ging es darum, wie kann denn das Lese- und Vorleseverhalten gefördert werden? Und die haben gesagt, wir befürworten eindeutig, wenn die Eltern ihren Kindern von diesen elektronischen Geräten vorlesen. Und es gibt wunderbare Bilderbücher mit Text, die sie sich als App runterladen können. Das sind ganz, ganz ruhige Angelegenheiten. Ja. Das ist wie wenn Sie ein Buch in der Hand halten, ein analoges Buch, und dann wird vorgelesen. Sie können sich Zeit nehmen, wie bei den analogen Büchern. Das ist für mich äußerst sinnvoll. Und man hat nachgewiesen, dass diese Bilderbuch-Apps selbst Haushalte erreichen, die sonst das nie gemacht hätten. Die wären nicht auf die gekommen, sich ein Buch zu kaufen, aber mit Hilfe der Apps, also über den Umweg über die Apps, wurden die Kinder dann über diese Bücher erreicht. Und da muss ich sagen, wollen wir mal die Kinder nicht überfordern mit gut meinenden Apps im Vorschulalter. Lesen wir ihnen doch einfach mal was vor. Schenken wir ihnen doch unsere Zeit und seien wir doch mal ganz oldschool in Form eines E-Books oder wie auch immer oder einer App. Danke. Ich würde sagen, genau, wir machen mit dem nächsten Block weiter und ich sammle weiter fleißig die Fragen. Bis nachher, Frau Rinne. Vielen Dank. Genau, wir haben jetzt schon die eine oder andere Frage dazu bekommen. Und natürlich, Sie haben es eben auch schon gesagt und auch in die Kamera gehalten, auch einen Link, wo Eltern sich informieren können. Und das ist wahrscheinlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich mich informieren möchte, wo kann ich das am besten machen? Gibt es seriöse Quellen, die ich nutzen kann? Und gibt es auch Sachen, die ich auf jeden Fall wissen sollte? Weil es gibt natürlich sehr viele Informationen, aber die Frage ist ja, welche brauche ich wirklich, um entscheiden zu können, ob die App oder das Spiel vielleicht schon das Richtige ist für mein Kind oder ob ich sage, okay, vielleicht brauche ich es auch einfach eine gewisse Zeit noch. Da gibt es sicher was, Frau Wolf. Also wir können uns mal die nächste Folie anschauen. Das ist die Crème de la Crème, die ich in meinen jahrelangen Recherchen als die
Top 6 Websites für Eltern identifiziert habe, die wirklich Interesse haben, ihre Kinder medial zu begleiten. Wir haben links oben saferinternet.at. Achtung, kommt aus Österreich, nicht .de, sondern .at. Das ist für mich eine geniale Website. Da werden wir uns nachher auch einen kleinen Videofilm anschauen dazu. Dann gibt es die deutsche Website clicksafe.de. Die ist so schön. Sie ist so vielfältig. Und sie ist fast schon zu viel, aber sie ist auch sehr gut strukturiert. Und meine lieben Zuhörenden, seien Sie nicht verzweifelt, wenn Sie jetzt die Websites öffnen. Sie müssen die nicht an einem Tag durcharbeiten. Lassen Sie sich Zeit. Jetzt kommt die Adventszeit. Sie haben so viele dunkle Wochen und so viele dunkle Abende. Machen Sie sich einen kleinen Fortbildungsplan. Schauen Sie sich einfach mal ein Kapitel nach dem anderen an. Und dann sind Sie da bis Weihnachten durch. Und dann können Sie mit den Kindern eventuell die Geräte nutzen, die dann von Oma und Opa widerwillig von Ihnen unter dem Weihnachtsbaum entgegengenommen werden. Manchmal sind ja Großeltern übergriffig und die schenken irgendeinen Schmarrn, wo die Eltern sagen, ja, das hätten wir jetzt gerne noch ein Jahr rausgezögert. Und dann können Sie sich schon mal da auf diese Weise ein wenig im Vorfeld schlau machen. Handysektor ist, wie es der Name sagt, die Spezial-, die Leib- und Magenseite für die Smartphone-Eltern, die also sich überlegen, wann soll denn mein Kind ein Smartphone kriegen. Internet ABC, das ist die Grundschul-Website mit einem Internetführerschein, den Sie zusammen online mit Ihren Kindern machen können. Das ist richtig spaßig. Spieleratgeber, wie der Name sagt, ist eine Datenbank hinterlegt über alle Konsolen, Typen, die Sie sich hier in Deutschland kaufen können, inklusive der meistgespielten Spiele. Die werden dann pädagogisch noch mal ein bisschen aufbereitet. Und dann eine sehr tolle Seite, schau-hin.info. Das ist eine Seite, die ist vielleicht nicht ganz so modern aufgemacht und kommt ein bisschen altbacken rüber, aber die hat echt knackige Informationen, auch mit Elterntipps und Checklisten. Frau Wolf, ich schlage vor, ich habe, weil wir jetzt nicht direkt ins Internet einsteigen wollen, zwei kleine Filme vorbereitet über zwei Websites. Vielleicht schauen wir uns die mal zusammen an. Ja, sehr gerne. Ich mache einmal weiter. Ja, ich würde sonst direkt starten, Herr Kabierske. Ja, gerne. Genau, das war jetzt die Seite oder ist ja die Seite, die wir gerade zeigen für Grundschüler, ne? Wo Sie ja gesagt haben, die bietet sich super an für Grundschüler und ist ein toller Leitfaden und auch die Möglichkeit, diesen Führerschein zu machen. Ja. Wir haben ja auch noch ein zweites Video. Mhm. Ich würde das auch einfach mal direkt im Anschluss starten. Gerne. Also wie Sie gesehen haben, und dann können wir auf die FAQs eingehen, die saferinternet.at, diese Website, hat eine Rubrik, die heißt Frag Barbara. Also Sie müssen sich das so vorstellen, die Redaktion von saferinternet.at besteht aus ungefähr 10 MitarbeiterInnen. Und die Barbara ist eine davon und die stellt sich tatsächlich in 19 Videos vor die Kamera und antwortet auf Fragen, ungefähr so, wie wir das gerade machen, Frau Wolf. Aber die macht das so charmant und das müssen Sie sich einfach anschauen. Also das ist schon allein vom Angucken her ein Genuss, mal von den bereichernden Inhalten ganz abgesehen. Und was ich noch sagen wollte, meine lieben Zuhörenden,
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich hatte als Vater immer ein Problem bei meinen pubertierenden Jungs, weil die haben mich ein bisschen kurz gehalten, informationell. Die haben mir strategisch geschwiegen. Also die wollten gar nicht so richtig antworten und mir zeigen, welche App machst du gerade, wie funktioniert die App und so weiter. Und dann musste ich jetzt erstmal selber mir das Wissen drauf schaffen. Also zum Beispiel, sie werden das als große Hilfe empfinden, wenn Sie bei saferinternet.at diese sogenannten Privatsphäre-Leitfäden online anschauen. Und dort kriegen Sie richtig eine 1:1-Tutorial, welche Sicherheitseinstellungen, welche Privatsphäre-Einstellungen wichtig sind bei WhatsApp, Snapchat, Instagram, bei TikTok, bei YouTube und so weiter. Also eigentlich die Lieblings-Apps Ihrer Kinder. Und Sie legen einfach das Smartphone des Kindes vor dem PC, dann gehen Sie auf saferinternet.at, klicken sich durch den entsprechenden Privatsphäre-Leitfaden und dort wird wirklich in einer 1:1 Schritt-für-Schritt-Anleitung, da wird per Bild Ihnen erklärt, wo musst du jetzt draufklicken und das habe sogar ich verstanden, wie das funktioniert. Und das werden Sie auch verstehen. Und das nimmt Ihnen so viel Zeit, das spart Ihnen so viel Zeit, wenn Sie da auf saferinternet.at gehen, weil die das super gut erklärt haben. Also das ist ein absoluter Top-Favorit. Und Internet-ABC natürlich auch. Also das ist für die Grundschule und saferinternet.at ist dann fünfte, sechste plus folgende. Geht denn eine dieser Seiten, die Sie gerade vorgestellt haben, auch auf Kinder ein, die etwas jünger sind, hauptsächlich von der Zielgruppe, oder kann man überall auch Ja, etwas für also Jüngere ja, finden? die Internet-ABC, die ist super cool, weil das ist Grundschule und dort haben sie auch noch, glaube ich, 5 oder 6 Lernmodule. Da auch eine super Gelegenheit, wo die Eltern zusammen mit den Kindern die Lernmodule am Bildschirm durcharbeiten können. Und das sorgt auch wieder so ein bisschen für Chorgeist, für Teamstimmung, weil wir Eltern kommen sehr leicht in den Geruch, ja, da kommen wieder die typischen Eltern, die Neinsager, die Spaßbremsen. Und wenn wir aber das mit den Kindern zusammen durcharbeiten, sage ich mal, dann haben wir da haben wir Spaß, dann sind wir im Team, da haben wir ein Projekt und da werden wir nicht mehr als Eltern wahrgenommen, sondern als, ja, Teampartner. Ja, okay, super. Vielen Dank auf jeden Fall für den Einblick, Herr Kabierske. Gerne. Elisa, wie sieht es dann aus? Haben wir dazu die ein oder andere Frage bekommen? Eine Frage tatsächlich, die wurde jetzt aber gerade mit dem Internet-ABC schon beantwortet. Wir hatten auch noch die Frage, ob man sich auf die Freigabe Alter als Informationsquelle verlassen kann. Da sind Sie aber ja eben auch schon darauf eingegangen, dass es da gesonderte Seiten zur Information für gibt. Und genau, wir haben viele Fragen zu den späteren Fragenkomplexen noch bekommen, aber zu diesem hier jetzt aktuell keine mehr. Okay, gut. Dann gehen wir einfach weiter. Schauen, dass wir dann die Fragen, die du eben benannt hast, dann entsprechend an den richtigen Stellen einsetzen. Gerne, gerne. Okay. Genau, weil dann sind wir ja auch schon bei einem Thema, glaube ich, was alle total interessieren mag, jedenfalls auch aus dem Umfeld, was wir so mitbekommen und auch selber gefragt werden in unserer Tätigkeit in Einrichtungen. Wie wirken Medien denn nun auf Kinder? Also was macht das mit meinem Kind, wenn es wirklich relativ häufig oder immer wieder am Smartphone oder am Tablet ist? Womit muss ich denn als Eltern rechnen? Was passiert dann? Es hat natürlich Auswirkungen auf die Kinder. Ich habe jetzt mal so vier Dinge aufgeschrieben. Ich als Vater, ich weiß nicht, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer draußen an den Bildschirmen, wie Sie das so sehen, aber ich habe mir als Vater die Frage gestellt, was hat es für Auswirkungen auf das Konzentrationsvermögen? Was hat es für Auswirkungen auf die Schlafqualität, auf den Body Mass Index und auf das Aggressionsverhalten? Da könnte man noch andere Kategorien auch mit reinnehmen, aber das war jetzt so, was mich immer bewegt hat oder was uns, meine Frau und mich, bewegt hat. Da können wir jetzt mal ein bisschen noch mal näher drauf eingehen, wenn Sie wollen. Also wir haben da verschiedene Studien, zum Beispiel die Blickstudie. Da können wir mal genauer, danke fürs Weitergehen, Frau Holz. Das wurde vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte in Deutschland in Zusammenarbeit
mit der LV Köln in Gang gesetzt, diese Studie. Da haben dann die Kinder- und Jugendärzte routinemäßig bei ihren U- und J-Untersuchungen auch die Kinder bzw. deren Eltern nach dem Mediennutzungsverhalten befragt. Und die Studie, die wollte ich jetzt Ihnen nicht zumuten, die ist über 150 Seiten, DIN A4, das muss jetzt echt nicht sein, die zu zeigen. Und ich habe dann jetzt wirklich versucht, das ist ja das Oberflächlichste vom Oberflächlichen, das Konzentrat des Konzentrats, was Sie hier sehen, was da rauskam im Rahmen einer Pressemitteilung. Die ÄrztInnen haben tatsächlich gesagt, wir beobachten schon gewisse Auswirkungen in den Bereichen Konzentration, Sprache und Hyperaktivität, wenn gewisse Maximalbildschirmzeiten überschritten werden, also tägliche Maximalbildschirmzeiten. Also zum Beispiel jetzt hier bei den 2- bis 5-Jährigen haben die Ärztinnen beobachtet, wenn die empfohlenen 30 Minuten pro Tag überschritten werden, dann haben sie tatsächlich Auswirkungen auf Konzentration, Sprache und Hyperaktivität festgestellt. Also keine positiven Auswirkungen, sondern eher negative Auswirkungen. Dann bei den U10 bis U11 Untersuchungen hat man dann gerade bei Konzentration und Hyperaktivität Spuren bemerkt. Bei den Älteren, dann bei den U10 bis J1 Konzentrationsstörungen. Und jetzt kommt was Interessantes. Die Ärzte haben dann auch mal die PatientInnen gefragt, wie schätzt ihr denn eigentlich eure Souveränität ein, bei der Internetnutzung? Habt ihr das im Griff? Und da haben 16% bei der J1 gesagt, wir können das nicht mehr so richtig kontrollieren, unsere Internetnutzung. Da muss ich sagen, Respekt. Respekt an die Jugendlichen, dass die aus der Metaebene heraus sich quasi selbst beobachtend zu diesem Ergebnis kommen. Und 16% ist nicht ohne. Also scheint es da Zusammenhänge zu geben, die uns motivieren sollten, als Eltern über ein sinnvolles Bildschirmzeitmanagement nachzudenken. Wir können auch noch mal eine andere Studie zusammen anschauen, wenn Sie wollen. Das ist die Brain-Brain-Studie 2017. Wurde von der University of Chicago betreut. Das fand ich jetzt total interessant, meine Damen, meine Herren. Und zwar folgendes: Man hat einen Test in drei unterschiedlichen Settings durchgeführt. Man hat College-Studierende in einen Online-Test geführt. Also die mussten dann an einem Bildschirm Testfragen beantworten. Der ersten Gruppe hat man gesagt, ihr nehmt mal vorsichtshalber euer eingeschaltetes Smartphone in die Testsituation mit rein, legt es mal am Schreibtisch, man weiß ja nicht, ob man nochmal da nachgucken muss oder was auch immer. Der zweiten Gruppe hat man gesagt, schaltet bitte mal eure Geräte aus und tut es in die Hosentasche oder im Rucksack oder wo auch immer hin. Und der dritten Gruppe hat man gesagt, lasst mal die Geräte bitte draußen, wir passen drauf auf und wenn der Test fertig ist und ihr rauskommt, dann kriegt ihr die Geräte wieder. Und dann hat man eben die Testergebnisse von den drei Gruppen nebeneinander gelegt und die Studienmacher haben dann gesagt, das beste Konzentrationsvermögen war bei den ProbandInnen, deren Smartphone sich außerhalb des Raums befand. Das ist jetzt nicht direkt überraschend, muss ich sagen. Und mich hat es jetzt auch nicht direkt überrascht, dass das Konzentrationsvermögen bei der Gruppe mit eingeschaltetem Smartphone auf dem Schreibtisch am geringsten war. Aber was mich wirklich, wirklich überrascht hat, war die mittlere Gruppe. Und zwar haben die festgestellt, die Testmacher, dass selbst ausgeschaltete Geräte die Besitzer ablenken können, wenn die Geräte sich im gleichen Raum befinden. Ist doch interessant. Wenn ich das jetzt mal ein bisschen weiter denke und mal mir Gedanken mache über eine, naja, optimale Lernumgebung, kann das doch nichts anderes bedeuten, als die Kinder dort die Hausaufgaben machen zu lassen, wo es keine Bildschirme gibt in einer Räumlichkeit, also Fernseher oder
Tablet oder Smartphone. Ja, sie werden jetzt innerlich die Augen vielleicht verdrehen und sagen, mein Gott, und wie soll das mit Homeschooling und Distanzlernen, wäre doch ohne Bildschirme nicht gegangen. Recht haben sie. Das ist schon richtig, Ihr Einwand. Aber das war eine Sondersituation. Wissen Sie, um das jetzt auch noch mal ganz kurz abzuhaken mit Covid und was hat das mit unseren Kindern gemacht? Ich weiß jetzt auch nicht, was es mit unseren Kindern gemacht hat. Ich weiß nur eins. Wir müssen das jetzt schleunigst auf die Reihe kriegen, damit wir nicht den Zeitpunkt verpassen, wo wir die Kinder wieder aus dem Cave-Syndrom rausholen. Also die haben sich jetzt wirklich monatelang wirklich sehr gemütlich gemacht vor den Bildschirmen. Und wir müssen jetzt wirklich den Augenblick erwischen, wo wir die Kinder wieder zu anderen Aktivitäten animieren, die bildschirmfrei sind. Das ist klar, jetzt rollt die vierte Welle. Das ist jetzt gerade ein blöder Zeitpunkt, wo ich Ihnen das sage. Aber denken Sie bitte ans Frühjahr und an den Sommer. Da sind da den ganzen Kram hoffentlich los, was Covid betrifft. Und da wäre es wirklich sehr gut, dass wir uns nochmal dann in uns gehen und sammeln und als Eltern sagen, so, jetzt treiben wir aber die Rasselbande wirklich raus, weg von den Bildschirmen. Und nur damit Sie das richtig einordnen, ich bin ja nicht realitätsfremd, sondern ich habe das ja genauso gesehen wie Sie, dass die Bildschirme uns wirklich sehr geholfen haben. Nur wir müssen es aber auch dann richtig einordnen, dass wir, und das ist jetzt sozusagen meine Generalempfehlung, irgendwie müssen wir schaffen, dass die bildschirmfreien Aktivitäten mit den bildschirmbehafteten Aktivitäten im Gleichgewicht sind. Also es ist nicht gut, wenn die Bildschirmaktivitäten im Übergewicht sind, rein quantitativ zumindest gesehen. Ja, und dann haben Sie noch freundlicherweise den Gesundheitsreport der DRK eingeblendet, Frau Wolf. Ich weiß, wir haben jetzt gerade sozusagen die Kinder auf dem Radar, aber ich konnte es mir nicht nehmen, auch mal kurz eine Studie heran zu zitieren, die sich mit der Mediensucht von ArbeitnehmerInnen beschäftigt. Und es ist halt einfach so, dass ein beträchtlicher Anteil von Erwerbstätigen am Arbeitsplatz Computerspiele zockt. Und davon ist ein großer Teil sind Risikogamer. Und wenn wir uns das mal in der absoluten Zahl mit 2,6 Millionen auf der Zunge zergehen lassen, das ist schon echt eine große Menge. 2,6 Millionen zeigen ein auffälliges Nutzungsverhalten. Dann ein Viertel der Gamer spielt sogar am Arbeitsplatz. Und das ist natürlich auch ein Kennzeichen von Sucht, obwohl sich die Gamer darüber im Klaren sind, dass es negative Auswirkungen haben kann auf den Job und so weiter, machen sie das trotzdem. Genau. Und den Rest, den können wir ja alle selber lesen, da muss ich jetzt nicht mehr weiter drüber sprechen. Ja, also Herr Kabierski, ich glaube, das ist halt einfach auch nur ein Thema, dass man sieht, Erwachsene betrifft es halt auch. Ja. Gerade als Erwachsene sind wir natürlich auch Vorbilder für Kinder. Ja. Und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Und daher finde ich es auch gut, dass wir jetzt gleich nochmal auf die positiven Folgen eingehen, damit es nicht so negativ ist. Ja, also das muss, Frau Wolf, das war mir so ein Bedürfnis. Wir müssen über positive Effekte der Mediennutzung sprechen. Das ist ja hier keine Jammerveranstaltung. Und ich meine, jetzt mal einfach auch volkswirtschaftlich gesehen, das Internet, das ist so wichtig für die Entwicklung unseres Landes. Wir merken es ja eigentlich schmerzlich, dass wir noch eigentlich unterentwickelt sind, was die Digitalisierung betrifft. Aber da brauchen wir nicht ernsthaft drüber reden, dass natürlich eine positive Nutzung und Anwendung der Medien natürlich auch positive Effekte auf den Anwender hat. Nehmen wir doch mal die Selbstwirksamkeit. Das ist so eine positive, eine grundlegend wichtige Erfahrung für junge Menschen, für Kinder. Stellen Sie sich mal vor, dass jetzt im Kindergarten ein Projekt gestartet wird, in dem die Erzieherinnen sagen so, passt auf, ihr habt jetzt hier euer Smartphone. Ich zeige euch, wie ihr dort eine Sprachaufnahme machen könnt. Und jetzt fragt ihr doch mal bitte drei Erwachsene, den Opa, die Oma oder vielleicht den Hausmeister vom Kindergarten zu einem Thema. Zum Beispiel, was ist dein Hobby? Was ist dein Fußballlieblingsclub? Oder was auch immer. Und da beraten die Kinder dann durch dieses Medienprojekt auf Augenhöhe mit den Erwachsenen. Das pusht die komplett. Die werden dann als gleichberechtigte Gesprächspartner wahrgenommen. Sie empfinden sich als wertgeschätzt und das gibt ihnen Selbstwirksamkeit ganz einfach. Das ist ein absolut positiver Effekt. Natürlich kann ein zielgerichteter Einsatz von Medien, und da werden Sie auf medienkindergarten.wien
sehr viele Beispiele und Praxisvorschläge auch nachlesen können. Ein zielgerichteter Einsatz wird definitiv die Kommunikationsfähigkeit der Kinder stärken. Nehmen Sie doch einfach mal eine Stop-Motion-Geschichte her, die Weihnachtsgeschichte. Die Kinder basteln im ersten Schritt im Kindergarten die Krippe, den Esel, den Ochsen, Jesus, Maria und so weiter und so weiter. Und dann werden die fotografiert, dann werden die 5 Millimeter weitergeschoben, wieder fotografiert. Und dann beginnen die Kinder, das auch noch zu kommentieren mit eigener Stimme. Hervorragend. Ja, dann müssen die sich als Team organisieren. Wer bastelt, wer liest vor, wer fotografiert. Herrlich. Also da wird ja nicht nur die Kommunikationsfähigkeit gesteigert, sondern auch noch das Teamverhalten gestärkt. Und ich habe vorhin schon ein bisschen drüber gelästert. Sie erinnern sich bei den InfluencerInnen bei YouTube, TikTok und so weiter. Da kann ja jeder alles zum Besten geben, was er gut findet, was er schlecht findet. Wir reden hier über Weltsichten, wir reden über Lebenskonzepte. Und es ist schon so, dass die Kinder natürlich durch den Konsum von diesen YouTube-Clips oder was auch immer, natürlich neue Weltsichten auch erfahren. Und das muss ja nicht grundlegend negativ sein. Das kann ja auch wirklich eine Bereicherung sein. Oder Sie könnten beispielsweise gerade auf den Kinderseiten click-tipps.net, warten Sie mal kurz, ich habe da, glaube ich, das auch schon vorbereitet, hoffe ich. Hier, schauen Sie mal. Das ist eine wunderbare Website, die führt Sie, das ist sozusagen das Sprungbrett zu Dutzenden anderer Websites. Und diese, das sind nur Websites, die für Kinder gedacht sind. Und hier finden Sie auch Bastelvorschläge. Es gibt zum Beispiel, statt Minecraft gibt es die Website Papercraft. Und da können Sie diese Minecraft-Figuren ausdrucken, ausschneiden, zusammenkleben. Ich finde das einfach toll. Hm. Ja, und Sie sehen schon, also ich finde, das Kunststück ist, dass wir die digitalen und die analogen Welten versuchen auch ansatzweise zusammenzuführen und miteinander zu verschränken, dass wir uns vielleicht ein bisschen aus dem Internet inspirieren lassen und dann aber auch analoge und reale Projekte mit den Kindern daraus erwachsen lassen können. Hm. Okay. Tja, und jetzt kommen wir nochmal zu den negativen, und ich werde es ein bisschen abstrakt fassen, zu den negativen Folgen. A und O sind Sie, meine lieben Zuhörenden, wenn die Kinder gerade im jungen Alter die Medien alleine nutzen, ohne Begleitung, ist das definitiv nicht gut, weil sie können in bedrückende, beklemmende, ungute Situationen geraten. Es können sich Fragen für sie auftun, sie können Ängste aufbauen. Und wenn sie dann alleine sind, ja, dann sind sie unbegleitet, das ist ganz schlecht. Und wichtig ist auch, und ich spreche da wirklich aus guter Erfahrung, Eltern haben nicht immer Lust, sich mit den Apps ihrer Kinder zu beschäftigen. Sie haben nicht immer Lust, sich da hinein zu vertiefen, wie funktioniert jetzt TikTok und mein Gott, was soll das jetzt mit Fortnite, da habe ich echt andere Sachen zu tun. Aber so ist es einfach. Ich meine, wir machen viele Sachen in der Erziehung, wo wir keine Lust haben. Stundenlanges Begleiten der Kinder auf Spielplätzen und ihnen beim Rutschen und beim Sandeln zuschauen im Sandkasten. Da gibt es auch interessantere Tätigkeiten, aber das machen wir ja auch klaglos, weil wir sagen, das fördert unser Kind. Und deswegen ist es doch, glaube ich, auch angemessen, wenn wir uns in diese Apps hinein vertiefen und in die Online-Angebote, die unseren Kindern Spaß machen. Und ganz wichtig, wie gesagt, da haben wir am Anfang auch schon ein bisschen drüber diskutiert, meine Damen, meine Herren. Wir sollten die Bildschirme wirklich nur mit einem Plan, mit einem Ziel einschalten und nutzen und nicht nur, weil sie da sind und weil gerade Zeit dazu ist, sondern wir sollten wirklich sagen, gut, ich nehme jetzt bewusst dieses Handy, ich schaue mir bewusst jetzt 1, 2 YouTube-Videos an, weil mich das und das interessiert. Aber ich schalte das Handy nicht ein, weil es halt jetzt gerade daneben liegt. Naja, und dann müssen wir halt alles in das reale Erleben mit einbetten. Mediennutzung sollte natürlich immer verwoben sein in ein komplexes Freizeitverhalten, in einen komplexen Tagesablauf. Und es sollte dort wirklich den passenden Platz erhalten und nicht überbewertet sein. Übrigens, ganz ehrlich, Frau Wolf, ich finde das auch nicht gut, wenn die Kinder zu lange von den Medien ferngehalten werden, aus irgendwelchen biologisch-weltanschaulichen Gründen. Finde ich genauso
wenig zielführend wie Eltern, die ihre Kinder komplett alleine den Bildschirm überlassen. Also das sind so zwei Extreme, da bin ich mit beiden nicht einverstanden. Okay, ja. Vielen Dank, Herr Kabierske. Das haben Sie nochmal gut dargestellt mit den positiven und negativen Folgen. Wir sind jetzt auch wieder so weit, dass wir vielleicht einfach mal in die Runde fragen, beziehungsweise Elisa uns vielleicht nochmal Einblick gibt, ob zu diesem Themenkomplex Fragen eingegangen sind und wenn ja, wie diese lauten. Ja, eine ganze Menge. Vielleicht fange ich erstmal mit einem Themenkomplex an. Dazu sind ein paar Fragen eingegangen, nämlich zum Thema Hörspiele, was ja eigentlich keine klassische Bildschirmzeit mit sich bringt. Wie schätzen Sie das ein? Was empfehlen Sie da für Zeiten, gerade für 4- bis 7-Jährige? Und auch, wie sehen Sie den sprachgesteuerten Zugang über so Tools wie Alexa beispielsweise? Wow, zwei völlig unterschiedliche, aber dennoch zwei sehr interessante Fragen. Fangen wir mal mit den Hörspielen an. Frau Rinne, also da bin ich jetzt ein bisschen revolutionär. Es gibt tatsächlich, und da werde ich Ihnen nachher noch eine kleine Tabelle zeigen, wo die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ein Tagesbudget festlegt von 0- bis 3-jährigen Kindern. Und die sagen, in dieser Altersstufe 0 bis 3 Jahre sollten überhaupt keine elektronischen Medien benutzt werden. Darunter fallen auch Radio und Hörspiel. Und da kann ich nur sagen, sehe ich anders. Ich wüsste nicht, warum jetzt ein ruhiges Hörspiel, eine ruhige Geschichte, in der ein Kind nicht überfordert wird, warum das nicht angehört werden sollte, auch von einem Kind, das noch unter 3 Jahre ist. Also da müsste man dann mal genau hinschauen, was ist das jetzt überhaupt für ein Hörspiel, wie lange dauert es, was ist da die Welt, sind es vielleicht Tiere vom Bauernhof mit einem ruhigen Flow, wo da nicht so viel passiert. Da bin ich jetzt so mit Pauschalisierung ein bisschen zurückhaltend, aber auch jetzt gegenüber dieser Empfehlung von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ein bisschen zurückhaltend. Muss man, glaube ich, ein bisschen differenzieren, kann man nicht so pauschal sagen. Nur eine Sache, da stehe ich aber wirklich dahinter, das ist die Nutzung von Videoclips, die Nutzung von Fernsehsendungen zwischen 0 und 3, halte ich für nicht angemessen. Muss nicht sein, würde ich nicht machen. Und was jetzt diese Steuerung, die zweite Frage betrifft, also Alexa und Co., Siri, Smart Toys nennt man die ja als Sammelbegriff, wo ich praktisch elektronische Geräte oder Dienste mit Sprachbefehl steuern kann. Naja, ich bin jetzt alt, ja, ich bin 54, bisschen vorsichtig und ängstlich. Ich würde sagen, nee, würde ich nicht machen. Weil wenn wir uns mal überlegen, wie funktionieren denn überhaupt diese ganzen Sprachassistenzsysteme. Sie können ja nur funktionieren, wenn Sie 24/7 das Kinderzimmer abhören. Weil Sie müssen ja immer auf Empfangsbereitschaft sein, um zu realisieren, ah, jetzt will ja der Nutzer etwas von mir haben. Und ich würde mich da komplett ausgeforscht und beobachtet fühlen. Ich habe da eine ganz, ganz bedrückende einen Zeitungsartikel im Internet gelesen über einen spanischen Apple-Mitarbeiter. Der hat den Nebeneffekt geschildert, was eigentlich auch passieren kann, wenn Kinder Siri als Person umfunktionieren, weil ja die Kinder vielleicht auch manchmal das Gefühl haben, Mensch, ich kann mich da mit jemandem unterhalten. Und uns muss halt auch klar sein, wir wissen nicht, ob unsere Sprachbefehle von den Dienstanbietern abgespeichert und ausgewertet werden. Gutwollende Interpretation würde bedeuten, die Dienstanbieter tun das, also die Abspeicherung und Analyse der Sprachnachrichten,
um die Performance zu optimieren, weil ja jeder Mensch ein bisschen anders spricht, hat eine andere Intonation, er hat einen anderen Grammatik- und Satzbau und so weiter. Und dadurch werden dann sozusagen die individuellen Sprachassistenzsysteme angepasst. Also Siri gibt es dann praktisch nicht einmal, sondern Siri gibt es dann für jeden einzelnen Nutzer, weil sich Siri dann auch auf jeden Nutzer einstellen kann. Und im Rahmen dieser Überwachungs- oder Protokollaktivitäten hat dann dieser spanische Mitarbeiter von Apple berichtet, herzzerreißende Siri-Nachrichten, die die Kinder auf Band gesprochen haben, wie sie geweint haben, weil sie Kummer hatten, weil sie haben von Misshandlungen berichtet, wie sie von ihren Eltern geschlagen wurden. Das kann man jetzt Siri um Gottes Willen überhaupt nicht anlasten. Also bitte nicht falsch verstehen, liebe Apple-Mitarbeiterinnen, damit hat Apple überhaupt nichts zu tun. Aber ich denke mir nur rein jetzt pädagogisch oder psychologisch gesehen, ist das nicht herzerweichend, wenn Kinder anscheinend keinen realen Ansprechpartner mehr haben oder sich nicht trauen, zu einem realen Ansprechpartner zu gehen, aus irgendwelchen Gründen. Und anstattdessen die Wahl treffen, ich wende mich jetzt an Siri, an eine digitale Person, um dort mal kummerlos zu werden. Das ist mir jetzt nur so en passant eingefallen, was jetzt die Sprachassistenzsysteme betrifft. Ja, was auch eine Frage war, die relativ häufig gestellt wurde, ist so zu Bildschirmzeiten je nach Alter oder auch zu, ab wann sollte mein Kind ein eigenes Smartphone haben? Gibt es da Leitlinien, auf die Sie verweisen können? Also so Staffelungen ab Alter X so und so lange am Bildschirm am Tag oder ab Alter Y kann man dem Kind guten Gewissens ein Smartphone an die Hand geben. Gibt es da etwas oder ist das schwierig zu definieren? Sagen wir mal so, Frau Rinne, ich bin ein bisschen unwillig, mir die entsprechenden Zahlen zu recherchieren, weil ich davon nichts halte. Also wie soll ich jetzt das ausdrücken, ohne mich um Kopf und Kragen zu reden. Natürlich machen sich die EmpfehlerInnen Gedanken und die sagen ja nicht ohne Grund für diese Altersstufe so viel Zeit und für jene Altersstufe so viel Zeit. Ich halte es für einfach nicht zielführend, weil wir müssen schauen, jedes Kind tickt anders. Wir müssen schauen, über welche Bildschirmaktivität sprechen wir hier eigentlich. Es macht wirklich einen Unterschied, ob ich jetzt Musik höre oder ob ich ein Hörspiel höre, welche Art von YouTube-Clip ich mir anschaue, ob ich auf eine Seite gehe, wo ich programmiere oder was auch immer. Also Sie verstehen schon. Also ich glaube, ich weigere mich einfach, das pauschal zu beantworten und ich weigere mich auch, diesen Aussagen zu glauben, die da einfach getroffen werden. Ich glaube, Sie als Eltern wissen genau, was Ihrem Kind nicht gut tut und was Ihrem Kind gut tut. Hören Sie da ein bisschen auf Ihr Magengefühl und beobachten Sie einfach. Und wenn Sie informiert sind, was Ihr Kind gerne tut und was es gerne am Bildschirm tut und das noch einigermaßen vernünftig in den Tagesverlauf integrieren und Sie auch noch Ihrem Kind mal eine Armbanduhr schenken, damit es dann auch die Chance hat, bevor es den Bildschirm einschaltet, die Uhrzeit zu nehmen, und dann auch wieder auf die Uhr zu blicken, wenn es mit der Bildschirmaktivität aufgehört hat, dann haben Sie alles richtig gemacht. Weil dann gehen wir schon einen ganz tieferen Schritt, dann reden wir nicht mehr über Zeiten, sondern wir reden über ein zielorientiertes Mediennutzungsverhalten. Und das finde ich wertvoller, als jetzt per Checkliste irgendwelche Zeiten abzuhaken, die da eingehalten oder nicht eingehalten worden sind. Okay, dankeschön. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Okay, vielen Dank, Elisa. Herr Gabierske, mit Blick auf die Zeit. Gucken wir mal, dass wir durch die nächsten Themen auch ganz kurz durchkommen. Ich fasse mich ein bisschen kürzer. Alles super, nein. Ich glaube, jetzt kommen wir natürlich zu einem Thema, das hat ja meine Kollegin auch gerade schon angesprochen, was natürlich viele Eltern interessiert. Was ist denn okay und was ist nicht okay? Sie haben gerade schon gesagt, Sie halten nichts davon, feste Zeiten vorzugeben und zu sagen, das ist richtig, das ist falsch, weil es das halt nicht im Ganzen trifft. Ja. Aber natürlich sind Eltern unsicher. So, ja. Und sie haben Angst vor Konsequenzen irgendwann nach Jahren, dass sie sich sagen, oh mein Gott, hätten wir vielleicht weniger Tablet-Zeit ermöglichen müssen oder das einschränken müssen. Und daher geben Sie uns doch vielleicht mal einen Einblick, was sind denn so die offiziellen Empfehlungen oder in welchen Bereichen bewegen wir uns da? Also, wir haben jetzt auf der nächsten Folie drei Erhebungen von der Telefonica und von der Jim
Studie und Bitkom. Also Telefonica, das ist der spanische Telekommunikationsanbieter. TIM-Studie wird jährlich erhoben von den Landesmedienanstalten Südwest, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen. Und die Bitkom-Studie, das ist der Branchenverband der IT-Industrie in Deutschland. Die haben jetzt da mal ein bisschen so rumgefragt und Sie sehen schon, die Erwachsenen 18 bis 21 sind länger als 4 Stunden online. Jeder Nutzer quer durch alle Altersgruppen 2,1 Stunden. Dann in der TIM-Studie, da werden jedes Jahr 2000 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 19 und 12 Jahren befragt. Da war jeder Nutzer 205 Minuten online täglich. Das sind 3,5 Stunden. Aber vor Corona. Und wir haben jetzt durch Corona einen Anstieg von diesen 205 auf 240 Minuten täglich online. Und die Bitkom-Studie können Sie selber lesen. Da haben wir auch schon kurz nochmal aufgelistet, wie viel Prozent der Altersgruppen überhaupt ein Mobile Device haben. So, das ist die Realität. Dann gehen wir mal bitte eine Folie weiter. Jetzt kommt diese berühmt-berüchtigte Auflistung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Ich weiß gar nicht, ob Sie das lesen können. Ist schon recht klein, gell? Und da haben Sie eben hier diese elektronische Medien inklusive Hörmedien 0 bis 3 Jahre gar nicht. Zwischen 3 bis 6 Jahren soll es unter 30 Minuten pro Tag sein. 6 bis 9 Jahre, das ist dann sozusagen Grundschule, 45 bis 60 Minuten. Da muss ich sagen, gehe ich d'accord, finde ich angemessen. Das ist jetzt nicht zu lang, auf gar keinen Fall. Weil wenn ich mir überlege, einmal Bob der Baumeister, 10 Minuten, dann einmal Galileo, 60 Minuten. Ja, also da geht die Zeit schon ziemlich schnell verloren. Die sind schnell ausgefüllt, die 60 Minuten pro Tag. Und dann gibt es keine Angabe mehr, ganz klar, ab 9 bis 12 Jahre und höher. Dann fächert sich das auf. Wissen Sie, Frau Wolf, ich habe ja früher, als jetzt unsere Kinder in der Grundschule waren, 5., 6. Klasse, ich war ja der absolute Stoppuhr-Fetischist, sage ich mal. Ich habe wirklich versucht, tägliche Medienbudgets da durchzuziehen und wollte dann erreichen, dass alle Bildschirme zusammengerechnet eine gewisse Stunden- oder Minutenzahl pro Tag nicht überschreiten. Sowas lassen Sie einfach dann sein. Sie können das überhaupt nicht handeln. Es geht nicht. Da müssten Sie ja andauernd zu Hause sein oder Sie müssten dann immer die Geräte wegnehmen, wenn die Kinder nicht da sind, wenn sie nicht da sind. Ich persönlich, da möchte ich mich auch sofort korrigieren, ich finde es nicht gut, wenn Kinder im Vorschulalter und Kindergarten und Grundschulalter alleine ins Internet gehen, auch wenn die den Jugendschutzfilter haben. Ich finde das nicht gut. Das heißt, wenn Sie das Konzept verfolgen, Kinder nur online in Anwesenheit eines Erwachsenen zu lassen, dann haben Sie ja die Zeiten sowieso im Griff. Und wenn es mal später dann um die Frage geht, weil das ist ja auch im Chat, Frau Rinn hat es ja gerade angedeutet, gefragt worden, ja, ab wie vielen Jahren ist denn überhaupt ein Smartphone angemessen? Also ganz ehrlich, wenn Sie mich fragen, in der Grundschule würde ich kein Smartphone verteilen. Ehrlich nicht. Wozu? Wozu brauchen die Kinder ein Smartphone? Wozu brauchen die ein Tablet? Kein eigenes. Gut, die können ja mal auf den Geräten von Mama und Papa mit rumdaddeln, das ist ja in Ordnung. Dann können sie mal so ein bisschen mit einem halben Auge mitgucken, was da passiert. Und sie haben das auch zeittechnisch im Griff. Aber so als Gerät alleine, und da möchte ich Ihnen auch gleich einen Tipp geben, meine Damen und Herren. Warum schenken Sie eigentlich Ihrem Kind die Geräte? Warum stellen Sie Ihrem Kind das Gerät nicht als exklusive Dauerleihgabe zur Verfügung? Wissen Sie, von der psychologischen Seite her können Sie doch viel besser argumentieren, wenn Sie sagen, so, jetzt zeig doch mal, was du auf Papas Gerät tust. Dann sagt das Kind, ja, hier, schau mal. Aber wenn Sie das Gerät dem Kind schenken, das Smartphone, dann sagt das Kind zu Recht, hey, pass mal auf, Privatsphäre, geht dich nichts an. Ja, dann haben Sie ein Argumentationsproblem. Deswegen würde ich jetzt, wenn der Zug noch nicht abgefahren ist, also in der Grundschule, 5., 6. Klasse, den Kindern die Geräte nicht als Eigentum zur Verfügung stellen, sondern das sind ihre Geräte, die gehören den Eltern.
Deswegen haben die Eltern auch das Recht, die Information zu bekommen, was ist auf dem Gerät installiert, mit wem chattest du und so weiter. Bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte da nicht jetzt so Kontrollfreaks Tor und Tür öffnen und sagen, bitte kontrollieren Sie die Chats Ihrer Kinder in der 5. und 6. Klasse. Das finde ich jetzt auch ein bisschen übergriffig. Aber Sie können zumindest im Rahmen eines Mediennutzungsvertrags, den Sie intern dann mit den Kindern schließen, vereinbaren, pass auf, du kriegst hier das Gerät von mir ausgeliehen. Du darfst WhatsApp nutzen mit 12, obwohl es erst ab 16 zugelassen ist. Und da machen wir einen Deal. Wir schauen zusammen, beide ab und zu mal, was auf deinem Gerät los ist, was in den Chats läuft, nur damit ich sicher sein kann. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise, als wenn sie es hinter dem Rücken der Kinder machen. Und wenn sie diese Strategie fahren, die Verteilstrategie, dass sie sagen, die Geräte bleiben grundsätzlich nicht in den Kinderzimmern, sondern die werden abgeholt bei Mama und Papa und die werden nach Verwendung wieder abgegeben bei Mama und Papa. Und sie können das in der Grundschule absolut durchziehen und in der 5. auch und in der 6. Dann glaube ich, sind sie da auf einem ganz guten Weg und dann haben sie auch die Zeit unter Kontrolle. Zum Thema Medienzeit ist natürlich eine Sache zu sagen, okay, was sind die Empfehlungen? Das muss natürlich jede Familie auch für sich entscheiden, wie sie damit umgeht. Aber natürlich ist ja auch die Frage, wann ich diese Medienzeit ermögliche. Es gibt natürlich Zeitfenster, die sind dann nicht denkbar, wie zum Beispiel Schlafenszeit. Die Kinder sind in der Schule, da haben sie vielleicht jetzt nicht die Möglichkeit, wenn sie es nicht mitbekommen, diese Geräte zu nutzen. Aber gibt es darüber hinaus einfach Zeiten, wo Sie sagen, es ist vielleicht nicht sinnvoll, dass genau zu diesen Momenten in der Tat Kinder als vielleicht auch Eltern mit mobilen Geräten zu Hause sind oder unterwegs sind? Ja, es gibt schon Zeiten. Wir können ja mal zusammen vielleicht auf die nächste Folie schauen. Da haben wir schon ein bisschen die Lösung drauf. Also Sie haben es schon genannt. Ich finde es absolut unzumutbar, wenn wir den Kindern die Nachtruhe nehmen und ihnen erlauben, dass sie mit den Geräten ins Bett gehen und dass sie die Geräte auch nachts behalten dürfen. Das finde ich nicht gut. Das heißt, die Geräte sollten draußen schlafen, nicht im Zimmer der Kinder. Gut wäre es auch, wenn die Kinder den Schulweg ohne Geräte absolvieren. Dann können sie sich nämlich mit den Freundinnen und Freunden auf dem Schulweg unterhalten und müssen nicht in die Bildschirme schauen. Gut fände ich es, wenn bei den schulischen Hausaufgabenerledigungen auch die Bildschirme außen vor bleiben. Ich meine, wir erinnern uns jetzt gerade an die Brain Drain Studie aus Chicago. Natürlich machen wir Ausnahmen, wenn Lehrerinnen sagen, ihr recherchiert jetzt etwas, ganz klar, dann gibt es einen Bildschirm. Aber ich würde auch gerade hinblicklich auf Laptop, Tablet und sonstigen Klassen, da merke ich schon, dass die Eltern sich da an der Nase rumführen lassen von den Kindern. Tablet-Klassen sind ein Problem, wenn es Intransparenz für die Eltern wird. Wie viel Zeit müssen denn die Kinder jetzt wirklich effektiv am Tablet für die Schule unterwegs sein? Weil wenn Mutter oder Papa ins Zimmer kommen und sagen, warum hast du das Tablet? Dann sagen die Kinder immer, ja, für die Schule. Also da werden die an der Nase rumgeführt. Es gibt einige Klassen, die haben das wieder abgeschafft, einige Schulen, weil die gesagt haben, das war kontraproduktiv. Das liegt aber nicht am Tablet, sondern das liegt an der fehlenden Konzeption, wie kann ich die Tablets in der Schule einsetzen. Also wenn es da klare Vorgaben gegeben hätte, dass die Lehrer sagen, so, jetzt gibt es eine Online-Hausaufgabe und die darf maximal so und so viele Minuten dauern. Und wenn das den Eltern transparent gemacht worden wäre, dann wären die Kinder auch nicht so lange vor den Tablets gewesen. Also man kann das schon planen, aber das sind halt einfach die Erfahrungen, die man macht. Und ganz wichtig ist, dass sie die Familienrituale bildschirmfrei gestalten, also die Mahlzeiten oder einen Fernsehabend. Machen Sie einen Fernsehabend bitte bildschirmfrei. Also keiner zieht mehr nebenbei sein Smartphone und sein Tablet raus und chattet ein bisschen und googelt ein bisschen nach und schaut sich auch kein YouTube-Video an. Das ist so der Trend zum Second Screen. Und dem hängen immerhin 83% der befragten Jugendlichen an, diesem Second Screen-Trend. Und da können wir uns alle vorstellen, dass das ist keine Rekreation, das ist Stress pur. Ja, da sind wir im Multitasking-Bereich, das kann nicht gut sein. Okay. Also wenn man so ein Familienritual hat, wie das gemeinsame Fernsehen schauen, dass man es auch wirklich gemeinsam bewusst macht, um auch vielleicht sich darüber auszutauschen. Ja, ganz genau. Okay.
Sie haben es vorhin schon mal erwähnt, Herr Kabierske, dass es schon einen Unterschied gibt, zu sagen, nicht nur das, also wie lange ich am Gerät bin oder wie lange das Kind am Gerät ist, sondern es ja auch entscheidend ist, was das Kind macht. Und da hatten wir ja schon das Beispiel, ne? Spielt es Fortnite, spielt es Ballstars oder macht es vielleicht eine Lern-App oder benutzt das Kind das Gerät, um halt damit etwas zu machen, wie zum Beispiel, man sagt, man macht einen Film oder eine Bilderbuchgeschichte und das Gerät ist dann Mittel zum Zweck, natürlich unter Anleitung in diesem Moment. Wie ist denn da Ihre Einschätzung zu, dass Sie es vielleicht einfach nochmal zusammenfassen? Also ich bringe es auf den Punkt. Ich glaube, wir alle profitieren, sowohl die Kinder als auch die Eltern, wenn jeder weiß, was findet wie lange am Bildschirm statt, welche Aktivität. Also wir reden hier von der Protokollierung der Medienaktivitäten. Als kleiner Gag nebenbei, es gibt digitale Protokollsysteme, da zeige ich Ihnen nachher ein paar Möglichkeiten. Ich finde aber die analoge eigentlich charmanter, dass man einfach wirklich eine Liste führt, wann habe ich angefangen, wann habe ich aufgehört, was habe ich gemacht. Und das sorgt auch ein bisschen für Reflexion und für Zielgerichtetheit bei der Mediennutzung. Okay, also. Genau, wo wir beim Thema Transparenz sind und Übersicht und wie Sie auch sagen, ne, man sollte halt wissen, was mein Kind macht, ist natürlich gerade beim Thema Medienzeit der Punkt, wie kriege ich denn halt diesen Überblick? Sie haben schon gesagt, dass weil man ja nicht auf allen Ecken und zu allen Zeiten zugegen sein kann. Und selbst wenn sich Eltern natürlich die Zeit nehmen, wollen und auch, also es wirklich möchten, ist ja immer das Problem, dass der Alltag natürlich all seine Herausforderungen mit sich bringt, ne? Sich bewusst hinzusetzen und sich die halbe Stunde zu nehmen dafür. Also was für Tools gibt es denn zum Beispiel, wenn Eltern sagen, sie möchten es aber gerne im Blick haben, was das Kind macht? Da habe ich eine gute Nachricht für die Android- und für die iPhone-Gemeinde. Die Apple hat seit dem letzten Betriebssystem eine Systemkomponente, die heißt Bildschirmzeit. Und warten Sie mal, ich teile das jetzt nicht, ich erzähle das einfach. Also wenn Sie ins Betriebssystem, also wenn Sie bei Apple auf Einstellungen gehen, dann sehen Sie Bildschirmzeit. Und wenn Sie da draufklicken, haben Sie die Möglichkeit, eine Auszeit zu setzen. Das heißt, Sie können dem Smartphone des Kindes oder auch Ihrem eigenen Smartphone die Einstellung verpassen, wann das Smartphone nicht mehr genutzt oder wann gewisse Apps nicht mehr genutzt werden sollten. Und Sie können das sehr individuell einsteuern. Sie können sagen, gut, Telefonie geht noch, aber Fortnite geht nicht mehr, YouTube soll nicht mehr laufen. Und das finde ich ganz gut. Also Sie können aktiv jede App ansteuern. Zweitens, Sie können sich einen Wochenbericht anzeigen lassen, Montagvormittag, Judgment Day bei mir. Jeden Montagvormittag sagt mir mein System, wie viel Medienzeit ich eigentlich am iPhone verbracht habe. Und das wird dann immer so eingewertet, wie viel Prozent hast du mehr als die vorvergangene Woche und wie viel Prozent hast du weniger als die vorvergangene Woche verbraucht. Und ich lass mich davon schon leiten. Und ich muss sagen, ich war bei einem Gymnasium in Planegg hier in München und da hat mir der 9. und 10. Klassschüler, der war dann mit beim Elternvortrag vor der Kamera und die haben mir beide glaubhaft versichert, dass das für sie schon eine wichtige Komponente ist, die Wochenzeit wahrzunehmen und dann noch ihr Medienverhalten daraufhin abzustimmen, sodass sie, wenn sie mal eine Woche zu viel da waren, dass sie versuchen, das wieder runterzufahren. Und für die Android-Nutzer dem System 9 ist auch hier diese Komponente, die beim iPhone drin ist, auch bei Android mit dabei. Auch hier können Sie unter den Systemeinstellungen sehr clevere Einstellungen vornehmen, wann welche App wie lange genutzt werden soll. Also wir haben hier praktisch eine Doppelkomponente im Betriebssystem. Einmal das bloße Protokollieren, das sorgt für Transparenz, das nimmt die Emotionalität aus den Eltern-Kind-Diskussionen raus. Wenn man ein neutrales System befragt und sagt, so, zeigen wir uns mal an, was da gelaufen ist. Und zweitens haben Sie dann immer noch die Möglichkeit, die Zeiten zu steuern und zu sagen, gut, wenn jetzt ein gewisses Volumen überschritten wird, dann schaltet das Teil halt einfach aus. Okay. Und dann haben wir noch so Zusatzkauflösungen. Da könnten wir mal auf die nächste Folie gehen. Ach ja, Entschuldigung, Google Family Link ist auch ein hervorragendes Tool. Das können Sie sich gratis runterladen. Das installieren Sie
auf Ihrem Smartphone und auf dem Smartphone des Kindes. Sie melden einen Account bei Google an und dann können Sie über Ihren Elternaccount den Account des Kindes steuern. Und da können Sie die Jugendschutzeingaben eintippen, Sie können die Zeitmanagement-Eingaben machen, Sie können Download-Aktivitäten verhindern und so weiter. Ich finde das ganz gut. Natürlich sagt der Datenschützer, um Gottes Willen, warum empfiehlst du Google Family Link? Google beobachtet doch alles. Hat der Datenschützer recht, aber mal kleines Geheimnis, jede App beobachtet uns. Also da finde ich, da muss man auch wirklich so sagen, ich mache die alles oder nichts Entscheidung. Entweder nehme ich gar keine App her oder ich nehme die Apps bewusst her. Natürlich speichert Google die Online-Offline-Zeiten und die Aktivitäten, aber das macht auch Apple genauso. Und da braucht man jetzt nicht sich künstlich aufregen. Da muss man einfach das mal in Kauf nehmen und sagen, wenn ich solche Systeme verwende, dann gewinnen die natürlich auch Einblick in das Bildschirmverhalten der NutzerInnen. Was ich aber sehr schön finde vom spielerischen Effekt, das ist das Forest Grow. Das sehen Sie hier oben rechts. Eine sehr liebenswürdige App, gedacht für Smartphone-Nutzer, die es irgendwie nicht schaffen, ihr Smartphone für eine gewisse Zeit beiseite zu legen. Und wenn Sie die App runterladen und beispielsweise eingeben, ich möchte jetzt 2 Stunden das Smartphone nicht in die Hand nehmen, keine App verwenden und Sie schaffen das, diese 2 Stunden, dann wächst ein Baum. Dann können Sie den digitalen Wald aufforsten und da fühlt man sich gleich besser. Und Sie können sogar Forest Grow mit Ihren Freunden zusammenspielen, sodass Sie dann im Netzwerk in Wettstreit treten, welcher der beste Förster ist und die Wälder aufforstet. Und ich finde, man kann auch durchaus auch die spielerische Komponente in den Vordergrund setzen. Okay, super, Herr Kabierske. Da wir wirklich jetzt knapp in der Zeit sind, möchte ich Sie natürlich ungern unterbrechen, aber wir haben gleich die Fragerunde zum Thema. Gerne. Deswegen würde ich die, glaube ich, gerne jetzt einmal ein bisschen vorziehen, damit, Elisa hat sich auch schon gleich zugeschaltet, dass wir doch wahrscheinlich die vielen Fragen, die jetzt kamen, so relativ punktgenau vielleicht schon mal beantworten können. Okay. Ja, genau, es kamen nämlich noch einige spannende Fragen, zum Teil auch im Verlauf des gesamten Vortrags. Zunächst vielleicht einmal die Frage, es ist ja auch gerade, wahrscheinlich haben Sie auch von dieser Serie Squid Game gehört und auch von den Auswirkungen, die das auf Kinder und Jugendliche haben kann. Es gab da ja auch diesen einen prominenten Fall. Wie geht man damit um, wenn das Kind in der Schule mit dieser Serie oder solchen Serien allgemein in Berührung kommt? Und vielleicht auch so ein bisschen allgemeiner, wie kann man das kontrollieren, wenn das Kind jetzt gar nicht zu Hause ist, sondern bei Freunden in der Schule, dass es eben bewusst nicht mit solchen Inhalten in Berührung kommt. Es gibt zwei Kanäle. Erstens rede ich mit dem Kind und mache dem Kind unmissverständlich meine Erwartungshaltung deutlich und sage, ich möchte nicht, dass mein Sohn und meine Tochter mit diesen Inhalten in Berührung kommt. Nennen Sie das Kind beim Namen, die Inhalte, und sagen Sie ihm, ich vertraue dir, dass du dich dran hältst, auch wenn Papa und Mama nicht dabei sind. Das ist unsere Erwartungshaltung. Also ich rede direkt mit dem Kind drüber. Zweitens, ich rede mit den Eltern des Freundes und der Freundin, die mein Kind besucht, und sage, pass mal auf, Leute, ich mag das nicht und ich bitte euch, dass ihr mich da unterstützt und dass ihr auch ein bisschen ein Auge drauf werft. Danke. Eine Frage, die wo ich glaube, ich Ihre Antwort schon kenne, aber die ich trotzdem stellen möchte, ist, wie sinnvoll Medienkonsum und Mediennutzung als Belohnung sein kann und ob es eine Belohnung sein darf. Jeder Medienpädagoge und jeder Pädagoge sagt Ihnen, machen Sie nicht die Mediennutzung zum Instrument eines Belohnungs- oder Anreizsystems. Dadurch wird das Medium zu sehr in den Himmel gehoben und zu prominent in den Vordergrund gestellt. Das heißt, man sollte Medienbelohnung und Medienbestrafung eigentlich nur im Kontext der Mediennutzung selbst einsetzen. Also wenn ein Kind eine Medienabsprache gebrochen hat, dann nehme ich auch das Smartphone mal weg. Oder wenn es mal was Tolles gemacht habe am Smartphone, dann gönne ich ihm mal vielleicht 10 weitere Minuten. Aber zum Beispiel für einmal Spülmaschine das Handy wegnehmen, halte ich für keinen guten Ansatz. Und wie sollten Eltern mit so Gruppenzwang umgehen? Also wenn
man jetzt ein Kind hat, wo man bemerkt, in der Schulklasse haben viele MitschülerInnen schon Smartphones und das Kind kommt eben nach Hause und ja, möchte auch ein Smartphone haben. Also wie soll man mit diesem, ja, mit diesem Gruppenzwang umgehen? Es streiten hier zwei Seelen in meiner Brust. Einerseits sind diese zwanghaften Situationen früher auch schon vorhanden gewesen, als es noch keine Smartphones gab. Ich denke dort an Jeanshosen, ich denke an Lederjacken, ich denke an Scout-Schulranzen, die auf einmal unbedingt angeschafft werden mussten. Eltern sind immer mit irgendwelchen Gruppenzwängen konfrontiert. Das ist nichts Neues. Und wenn wir uns mal die Motivationslage des Kindes betrachten, warum will es ein Smartphone haben? Doch einfach nur, weil es dazugehören will. Es will einfach mit dabei sein. Und da würde ich mir ein Pool-Handy vorstellen, als kleine, naja, Lösung. Ich stelle dem Kind ein Handy zur Verfügung, das liegt aber immer in der Küche, da kann jeder darauf zugreifen. Und dann darf es das ein-, zweimal auch pro Woche in die Schule mitnehmen, rausziehen, zeigen, hey Leute, schaut mal, ich habe auch das Ding, steckt es ein und dann ist eigentlich die Sache gegessen. Und noch eine Frage, die ja auch in die eher medienpädagogische Richtung geht. Mhm. Und zwar, wie damit umgegangen werden kann, wenn ja ein Kind, vor allem ein kleineres Kind, eben ausrastet, wenn es das Handy nicht bekommt, wenn es gespielt hat und das Handy weggenommen wird oder das Tablet. Ja, das sind natürlich schon kleine Entzugsreaktionen, aber Kinder rasten auch wegen anderen Sachen aus. Also sie rasten auch aus, wenn ich ihnen was anderes wegnehme und nicht gerade das Smartphone. Also es wäre mal interessant festzustellen, ist das jetzt immer beim Smartphone der Fall oder auch bei anderen Angelegenheiten. Und ganz klar, ich würde da schon versuchen, mit dem Kind zu reden und ihm das zu spiegeln, das Verhalten, dass das jetzt nicht angemessen ist. Aber die Entscheidungen müssen letztendlich dann die Eltern treffen, indem sie halt erstmal dem Kind das Smartphone nicht mehr zur Verfügung stellen. Das hängt natürlich immer vom Alter ab. Ganz klar, über das wir sprechen, da lässt sich so allgemein schwer Ratschläge geben. Aber ich möchte nur an Sie appellieren, liebe Mütter und liebe Väter da draußen an den Bildschirmen. Übrigens super, dass Sie noch so lange durchhalten. Das ist total verrückt. Ich bin einfach zu langatmig. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass Eltern skrupulös sind. Sie trauen sich nicht richtig, auch mal einfach eine Regel, die sie aufgestellt haben, konsequent auch zu verfolgen. Wenn sie gebrochen würde, machen sie das ruhig. Also Kinder wollen geführt werden. Kinder brauchen Regeln. Kinder brauchen auch eine adäquate Reaktion, wenn sie die Regeln übertreten. Ich sage Ihnen eins. Die pubertierenden Schüler 5., 6. Klasse sagen, meine Eltern haben keinen Respekt. Sie haben meinen Respekt nicht mehr, denn sie drohen immer etwas an und ziehen das nicht durch. Das ist die Erwartungshaltung von nicht wenigen Kindern. Die wollen, wenn die Eltern Regeln festsetzen und da klappt das nicht mit dem Regelvollzug, die wollen auch die Konsequenzen einfach erleben. Ansonsten ist das nur bla 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 und dann kann man sich das auch schenken. Deswegen mein Appell, liebe ZuhörerInnen, setzen Sie Regeln, setzen Sie transparente Regeln und wenn Sie die Regeln setzen, vereinbaren Sie auch Konsequenzen und dann ist das Geschäftsmodell geklärt, dann können Sie auch sofort die Konsequenz folgen lassen, wenn die Regel mal überschritten wurde und tun Sie doch Ihren Kindern eine Freude, tun Sie doch manchmal so, als ob Sie einen Regelverstoß nicht bemerken und dann freuen sich die Kinder, wie doof doch die Eltern sind. Und natürlich wissen Sie es, aber man muss ja nicht kleinkariert jetzt den Regelverstoß ahnden, sondern es geht ja um das große Ganze. Und wo wir gerade eben auch bei Belohnung und Wertungssystem waren, kam noch eine Frage, die sich auf eine ganz konkrete App bezogen hat, die in einer Grundschule genutzt wird und ja bei der Aufgabenlösung somit so gamifizieren mit Belohnungen, also mit Münzen, die das Kind dann bekommt, arbeitet. Wenn man jetzt grundsätzlich sagt, dass man eigentlich mit diesem Belohnungswertungssystem nicht arbeiten möchte, glauben Sie, dass ja, das im Grundschulalter in dem Fall sinnvoll sein kann? Also ich finde Anreiz- und Belohnungssysteme immer gut, egal für welches Alter.
Also ich möchte Ihnen jetzt mal ein Beispiel nennen. Unser Sohn, als der in die Grundschule ging, der war bei Antolin engagiert. Das ist ja dieses Portal, wo ich dann Fragen zu gelesenen Büchern ausfüllen kann. Der hat in 2 Jahren 100 Bücher durchgekloppt, weil es ihm Spaß gemacht hat, die Quizze zu bestehen. Und er hatte Freude an diesem Belohnungssystem. Jetzt ist unser Sohn nicht repräsentativ für die Altersgruppe. Vielleicht finden das manche bedrückend oder sie fühlen sich unter Druck gesetzt und sie fühlen sich einer gewissen Erwartungshaltung ausgesetzt oder sie trauern, wenn sie die Belohnung nicht bekommen. Da müsste man wirklich individuell mal nochmal mit den Kindern sprechen, ob sie das sich vorstellen können, wie sie das empfinden, wenn sie auch mal eine Belohnung nicht kriegen. Aber prinzipiell, ich bin ein Fan von der Leistungsertragskoppelung. Das ist menschlich. Ja, okay. Ich glaube, dann wären wir auch mit den meisten Fragen durch. Wir werden uns das im Nachgang, wie meine Kollegin Fanny eben schon gesagt hat, auch nochmal anschauen und alle Fragen nochmal durchgehen, dass wir auch ja, wirklich alle beantworten, spätestens dann, wenn wir den Zusammenschnitt auf der Website veröffentlichen. Und genau, dann würde ich nochmal an Sie bzw. auf Seite übergeben. Dankeschön. Vielen Dank, Elisa. Genau, wir haben jetzt noch prinzipiell zwei Themen, also zwei Fragestellungen, denen wir uns jetzt noch in den letzten Minuten widmen wollen. Und zwar, Sie haben es auch gerade schon gesagt oder auch während des Vortrags auch oder während des Austausches schon benannt, Sprachen, also Absprachen und Regeln sind sinnvoll. Ja. Und Sie haben hier auch zwei Beispiele mitgebracht, die man vielleicht als Orientierung nutzen kann. Ja, ich schreibe jetzt nochmal die eine Website auf, die heißt mediennutzungsvertrag.de. Genau, also wir werden die Sie jetzt natürlich auch so ins Bild gehalten haben, auch auf unserer Website nochmal zur Verfügung stellen, beziehungsweise auflisten, weil wir haben viele Fragen dazu bekommen. Da möchte ich ein bisschen die Werbetrommel rühren für den Mediennutzungsvertrag.de. Das ist also die Möglichkeit, es ist ein Online-Baukasten und dort können Sie aus vielen, vielen unterschiedlichen Aspekten, zum Beispiel wie viel Bildschirmzeit darf ein Kind haben, wie soll es mit einem PC, wie soll es mit der Konsole, wie soll es mit dem Smartphone umgehen, wie soll es in der Kommunikation mit anderen Menschen umgehen, also Wertschätzung. Und da sind schon sehr viele mögliche Regeln in diesem Baukasten aufgeführt und Sie können sehr bequem per Drag and Drop die Regeln, die für Sie wichtig sind, rüberziehen in diesen digitalen Vertrag. Der wird dann abgespeichert auf einem deutschen Server für die DSGVO. Und der gibt Ihnen dann auch der Server ein Passwort. Und so können Sie den Vertrag bauen. Sie können ihn dann immer umwandeln und erneuern. Klasse Teil. Es gibt zwei Altersgruppen, 6 bis 12 und älter als 12. Schauen Sie sich den an. Coole Sache. Also nur ein kleiner Tipp. 5 Regeln sind besser als 10 Regeln. Man kann sich 5 Regeln besser merken. Also versuchen Sie nicht, das StGB neu zu erfinden und das BGB im Mediennutzungsvertrag, sondern machen Sie es kindgerecht. Weniger ist mehr. Und der Medienknigge ist noch mal ein bisschen für die älteren Kinder. Dort haben, das ist ein Projekt aus Baden-Württemberg, und dort hatten Kinder die Möglichkeit, 50 No-Gos zu priorisieren, zum Beispiel, ich mache nicht per SMS Schluss mit meinem Freund oder meiner Freundin, solche Geschichten. Und dann haben eben diese Kinder über Jahre hinweg eine Hitparade aufgestellt. Was sind die größten No-Gos? Medien-Knigge.de, einfach auch da mal reinschauen. Okay, also Medienknigge richtet sich dann eher schon an ältere Kinder wahrscheinlich. Ja. Ne? Der Mediennutzungsvertrag, so dass man sagt, die starten jetzt wirklich aktiver mit dieser Nutzung und die anderen sind viel älter. Ja, ganz genau. Mhm. Okay, perfekt. Und dann auch ein wichtiges Thema. Man kann natürlich viele Regeln und Absprachen treffen und natürlich beobachtet man das auch, ob das quasi eingehalten wird. Und da geht es jetzt gar nicht um direkte Konsequenzen, wenn eine Regel gebrochen wird, sondern ob es einfach Situationen gibt, wo Sie auch sagen, das ist vielleicht nicht passend oder da sollte man vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob es zu viel ist. Und dass man dann auch sagt, wie sehen diese Situationen aus und wann sollten dann Eltern auch einschreiten und wie. Da haben Sie auch also ein paar Beispiele mitgebracht. Für den, jetzt mal für den Umgang für Grundschuleltern mit ihren Kindern, Frau Wolf, im Grunde genommen sollten Grundschuleltern niemals überrascht sein über die Medienaktivitäten ihrer Kinder. Also es sollte niemals auf einmal, aha, ja, seit wann ist denn der so lange online? Oder
Hey, der hat uns jetzt monatelang getäuscht mit seinem Bildschirmverhalten. Da hat er heimlich nachts das Smartphone wieder aus der Ladestation genommen und hat heimlich dann, während wir geschlafen haben, gezockt. Das darf einfach nicht vorkommen. Aber das, was ich Ihnen jetzt hier mitgebracht habe, das ist ja dann eher für die Kinder, die schon in der Pubertät sind. Also die sich dann entziehen, unserer elterlichen Kontrolle entziehen wollen, die sich abkoppeln. Und da sind jetzt diese Angebote, die ich Ihnen hier mitgebracht habe, schon hilfreich. Also das heißt, es sind sozusagen Konsequenzen, die sich vielleicht einstellen, wenn man das Kind nicht frühzeitig begleitet. Ganz genau, nur wir müssen uns auch im Klaren sein, Ihr Kind hat keine Lust mehr, sich von Ihnen begleiten zu lassen. Wenn es in die sechste Klasse kommt, dann ist Feierabend, dann wird pubertiert. Und dann sind die Eltern ein wesentliches Problem im Leben der Kinder. Und die koppeln sich dann ab. Und dann ist es natürlich gut, wenn die Eltern trotzdem versuchen, irgendwie noch über die Bildschirmaktivitäten ihrer Kinder informiert zu bleiben. Also diese Sachen, die Sie da jetzt aufgeführt haben, das sind zum Beispiel wirklich so Situationen, jetzt unabhängig jetzt vom Alter, weil wir ja eher in der Grundschule sind, sage ich mal mit Weitblick oder wenn man vielleicht auch Geschwisterkinder hat, dass das so Anzeichen sind, dass man da vielleicht hellhörig wird und sich auch nochmal damit befasst, wie eigentlich die alltägliche Situation ist und ob man auch alles mitbekommt. Ich habe jetzt ein Beispiel für Grundschuleltern und zwar war das aus Bad Tölz, da war ich vor 2 Wochen am Gymnasium und da hat ein Vater mich gefragt, Herr Kabierski, wie bewerten Sie das denn? Unser Sohn, der kriegt echt Aggressionsschübe bei seinen Spielen. Und ich möchte nochmal einen Gedanken von vorhin aufgreifen. Wir sagen natürlich, machen aggressive Spiele aggressiv. Also es gibt noch keinen Nachweis in der Forschung, dass Shooter-Spiele aggressiv machen. Aber eine Studie aus Großbritannien hat herausgefunden, die ist jetzt 1 Jahr alt. Dort hat man festgestellt, dass Spiele schon die Spieler aggressiv machen können, nämlich aufgrund einer geringen Frustrationstoleranz. Also wenn sie beispielsweise nicht das Spielziel erreichen, wenn sie rausfliegen, wenn sie sich nicht hochleveln, dann fangen die echt an, sich teilweise völlig daneben zu benehmen und zu schreien und Gegenstände in die Wand zu werfen. Also hier macht das Spiel schon aggressiv, aber nicht aufgrund des Inhaltes, des Spieleinhaltes, sondern aufgrund eines Frustrationserlebens des Spielenden. Und da habe ich dem Vater gesagt, reden Sie doch mal mit Ihrem Sohn, schildern Sie ihm doch einmal die Beobachtung, spiegeln Sie sein Verhalten, sagen Sie ihm, ich empfinde das jetzt nicht als sehr spaßig. Wie siehst du das eigentlich? Findest du das noch spaßig, wenn du dich so aufregst und den Computer anbrüllst und so weiter? Und vielleicht kommt man da zu einer Lösung, dass man sagt, vielleicht sollten wir uns mal auf die Suche nach einem anderen Spiel machen. Okay, also sowas wie Emotionskontrolle dann im solchen Sinn. Ja. Okay, gut. Ja, dann sind wir eigentlich ja auch dann inhaltlich quasi am Ende des heutigen Abends sozusagen. Die letzte Fragerunde, Frau, also meine Kollegin Elisa hat es natürlich schon angekündigt, Fragen mitnehmen und auch nochmal diese natürlich beantworten im Nachgang und die ganzen Informationen auf unserer Internetseite zur Verfügung stellen. Wir haben das Zeitfenster sehr gut genutzt heute. Und ich möchte mich auch bedanken für all die, die dran geblieben sind, die fleißig ihre Fragen gestellt haben und sehr aktiv bei diesem Thema dabei waren über den Abend. Auch an Ihnen nochmal herzliches Dankeschön, Herr Kabierske, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch so ausführlich natürlich geantwortet haben. Man merkt auch, das ist wirklich ein Thema, was Sie sehr beschäftigt, was Sie sehr interessiert, wo Sie sehr motiviert drin sind. Daher ist es auch schwierig, das in so ein kleines Zeitfenster insgesamt zu packen. Aber und ja. Ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, Frau Wolf und Frau Rinne. Ich finde, Sie haben das wunderbar uns durch den Abend geführt. Und ich möchte mich vor allem auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken, dass Sie diese unverschämt lange Zeit so tapfer ausgehalten haben. Vielen Dank dafür. Noch ein kleines Angebot von mir. Wenn Sie mal in einem Monat oder 2 oder 3 Monaten das Bedürfnis haben, nochmal Kontakt aufzunehmen, gehen Sie bitte auf Klicksalat. Dort gibt es eine E-Mail-Adresse. Das ist meine. Da können Sie mir eine E-Mail schreiben. Die beantworte ich Ihnen, wenn es mit Medienpädagogik zu tun hat. Und Sie finden vielleicht noch den ein oder anderen Hinweis auf der Website. Aber jetzt höre ich dann wirklich auf und übergebe wieder den Damen. Okay, vielen Dank, Herr Kabierska. Und auch nochmal ein Danke an dich, Elisa, für die Unterstützung im Hintergrund. Und ja, wir haben jetzt, wir sind wirklich am Rahmen oder am Ende unserer Zeit angelangt. Ich möchte aber trotzdem
nochmal darauf verweisen, dass wir uns wirklich freuen, wenn Sie jetzt doch nochmal sich 2-3 Minuten nehmen können, um im Anschluss an unserer Online-Befragung teilzunehmen und uns Ihr Feedback zu geben. Das wäre wirklich toll. Sie helfen uns damit sehr, damit wir auch für zukünftige Veranstaltungen schauen können, was wir vielleicht besser machen können oder was Sie an anderen Themen interessiert. Insofern vielen lieben Dank und ich wünsche allen einen schönen Abend. Ja, schönen Abend an alle. Tschüss. Auch von mir. Dankeschön.